Boom, Leute, mein Name ist Naim Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich Erkenne den Soldaten V2. Das haben sich sehr, sehr viele Leute von euch gewünscht, weil man muss auch ehrlich zugeben, die erste Folge war etwas leicht und aus dem Grund habe ich die Info von dem Team bekommen, dass die heutige Folge deutlich, deutlich schwerer sein soll. Und ja, ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ganz wichtig, Freunde, es wäre sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet. Denkt auch noch dran an die neue Sidejeans Kollektion, die bald veröffentlicht wird. Es wäre sehr nice, wenn ihr Sidejeans einmal dafür auf Instagram folgen würdet, damit ihr auch absolut nichts mehr verpasst. Und ihr könnt mir natürlich auch auf Instagram folgen, wenn ihr auch neue Themenvorschläge habt und auch allgemein in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann folgt mir auf Instagram und schreibt mir eure Themenvorschläge. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wie ihr wisst, das Ganze mache ich heute nicht alleine, sondern habe mir für die heutige Folge eine absolute Special Jury eingeladen. Und deswegen würde ich sagen, schlagen wir auch gar nicht was rum, sondern bitten unsere Special Guests einmal bitte. Bro, servus, hallo, servus, Bruder. Oh mein Gott, ich kenne dich doch. Ja, ich hab's geschafft jetzt bei euch in der Jury. Geil, setzt euch. Servus, Jungs, oh mein Gott. Wunderschön. Prominenz, wie geht's euch, alles gut? Alles gut bei dir? Muss, alles top. Einfach der Hauptkandidat von Erkenne den Magier. Hast du für uns spontan einen Zaubertrick? Spontan Zaubertrick. Ganz spontan. Ganz spontan. Ich kann gerne eine Sache versuchen. Ich weiß nicht, ob das hier bei dem Licht geil aussieht. Wir probieren es einfach aus. Okay, ich bin gespannt. Okay. Hast du immer sowas dabei? Einfach? Er zieht einfach raus, Bruder, als wäre er Standard. Vor allem, das war nicht abgesprochen, ne? Okay, warte mal. Ich mach's jetzt auch mal hier für die Kamera. Wir haben jetzt eine Karte, dürfen die Jungs auch noch nicht sehen und ihr auch nicht. So als kleine Vorhersage, okay? Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt gleich funktionieren wird oder nicht. Aber wir probieren es einfach mal aus, okay? Ganz schnell. Ich bin, mit dir habe ich schon gezaubert, die habe ich, du hast bis heute zuerst. Bruder, ich habe Angst vor sowas. Sag einfach mal Stopp, wenn du Lust hast. Okay. Stopp. Okay, perfekt. Nimm die Karte, schau sie dir an, zeig sie den Jungs, zeig sie in die Kamera und pack sie einfach zurück ins Deck. Irgendwo oder? Irgendwo, du musst sie jetzt nicht oben drauflegen, alles gut. Okay. Okay, so. Normalerweise würde ich jetzt mischen, die Karte irgendwie finden, wir machen es aber ganz einfach, okay? Ich habe dir von vornherein gesagt, Bro, ich habe eine Karte weggelegt schon. Wir probieren es jetzt einfach aus. Es kann sein, es kann sein, dass ich komplett falsch liege. Nein. Aber auf drei probieren wir Folgendes aus, okay? Ich werde die Karte, du wirst die Karte nennen, okay, und ich werde sie umdrehen. Und entweder ich habe korrekt oder ich gehe direkt sofort die Jury verlassen. Niemals. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei. Nenn die Karte. Sechs Karo. Okay, ich verlasse die Jury. Jetzt wirklich Karo sechs. Sechs und dann so, ja. So Raute-mäßig. Raute-mäßig? Ja, ist Karo, Bruder. Ich hab keine Ahnung. Karo, Bruder. Das Ding ist, sechs Karo. Weißt du, wieso das gerade so schwer für mich ist? Weil du hast die Karte sehr schnell gezogen. Wir haben gerade so ein bisschen klein, spontan Eck hier gemacht. Und die Frage ist, glaubst du, du kannst deine Karte wiederfinden? Probier ich das selber. Einfach aus. Denk an deine Karte und sag einfach Stopp, wenn du Lust hast. Stopp. Tschüss. Nein, Mann, das geht doch gar nicht. Ich hab's mir schon gedacht, dass er besser ist als Zaubern und ich. Deswegen freut es mich heute, mit dir in der Jury zu sitzen. Krass. Bruder, lass mal Plätze tausch mit, Bruder, bevor irgendwelche Sachen auf mich machen. Er hat mich letzte Woche auseinandergenommen, ich sag dir ehrlich. Freunde, ganz wichtig, an der Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön für den Sponsor des heutigen Videos, nämlich Call of Dragons. Meiner Meinung nach eines der besten Games, die jetzt so neu rausgekommen sind. Es ist ein episches Drachenstrategiespiel, welches ihr auf dem Handy und auf dem Computer spielen könnt. Das Ziel des Ganzen ist es, euer eigenes Drachenkönigreich zu errichten und euch in epischen Schlachten mit anderen Spielern auseinanderzusetzen. Richtig nice. Ihr habt in dem Spiel drei verschiedene Fraktionen. Zunächst die der Elfen, die gerne Oden am Flussufer singen. Dann noch die Orks, deren Brüllen ihr schon durch das weite Land hören werdet. Und wenn ihr eurem Erbe treu bleiben wollt, dann noch die der Menschen. Das Ziel ist es, am Ende des Tages eine riesige Armee aufzubauen und die verschiedenen Fraktionen zu rekrutieren. In Lunaris, dem Land von Call of Dragons, findest du eine eisige Tundra, schneebedeckte Gipfel, verbrannte Wüsten und eine üppige Wildnis. Außerdem findest du sogenannte Behemoths, das ist eine der einzigartigen Innovationen von Call of Dragons. Das Ziel ist es, alle Arten dieser Kreaturen zu besiegen und zu zähmen und diese dann letztendlich in den Kampf für dich zu schicken. Du kannst deine Helden trainieren und ihnen einzigartige Fähigkeiten beibringen. Teleportieren, unsichtbar werden, deine Feinde kontrollieren und massive Schäden in Schlachten anrichten. Das Geile an Call of Dragons ist, dass ihr in jeder Saison einen neuen Spielstil wählen könnt. Ihr könnt verwundete Soldaten heilen, was es euch ermöglicht, frei zu kämpfen und neue Strategien in Schlachten auszuprobieren. Und das Krasse ist, ihr kennt doch bestimmt noch Rise of Kingdoms und Call of Dragons ist von denselben Machern gemacht wie von Rise of Kingdoms. Also könnt ihr euch sicher sein, dass das Spiel ein sehr, sehr nice Spiel ist. Und wenn ihr sowieso allgemein Strategiespiele mögt, dann ist das Spiel auf jeden Fall was für euch. Also ich persönlich finde es richtig nice. Wir sind jetzt hier auch gerade im Ausland und zocken das immer wieder.
Mein Kameramann ist auch immer gut und gerne dabei bei Call of Dragons. Also es ist ein echt nice Spiel, würde ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mich und allgemein das komplette Format unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr über den ersten Link in der Videobeschreibung euch das Spiel herunterladet. Und das Nice ist, wenn ihr das über meinen Link tut, bekommt ihr extremst nice Starterbelohnungen. Deswegen würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Ganze tun würdet. Und ich würde sagen, wir schlagen auch gar nicht mehr groß rum, sondern machen direkt weiter mit dem Video. Hey, komm. Heute wird es nicht ganz so unterhaltsam, weil wir drehen heute Erkenne den Soldaten. V2, wir haben ja schon mal eine Folge gedreht, kam sehr, sehr krass bei den Zuschauern an. Und deswegen dachten wir uns, dass wir heute einen zweiten Teil drehen. Aber warum wird es nicht unterhaltsam? Naja, ich meine, nicht so. Also es führt keiner was vor, weißt du? Es kann auch emotional werden. Ja, ja, okay, verstehe. Soldat ist jetzt nicht so, haha, Soldat. Also ich finde es schon interessant, wenn jemand sagt, ich war in Afghanistan und habe das und das erlebt. Ja, aber ich meine, es ist nicht so lustig, weißt du? Nein. Okay. Das meinte ich mit Unterhaltung. Okay. Die letzte Folge war ja sehr, sehr leicht. Wir haben Erkenne den Soldaten gedreht und die war sehr, sehr easy. Also es war wirklich so, wir haben hier 45 Minuten gedreht, es war durch. Okay. Und das hatten wir noch nie. Normalerweise drehen wir jetzt 2 Stunden oder so. Deswegen bin ich gespannt, wie es heute wird. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht groß rum. Achso, ganz wichtig, wie ihr seht, Freunde, Sidejeans, ne? Sidejeans am 7.5. kommt die mit Abstand krasseste Kollektion online. Und es wird sogar eine Frauenkollektion geben. Ist das eine Weste? Ja, die Weste habe ich auch. Die Weste haben wir noch nicht. Alright, dann checkt es auf jeden Fall aus. Und dann würde ich sagen, schlag mal gar nicht groß rum, sondern bitten unsere Teilnehmer einmal wieder rum! Let's go! Es wird so schwer heute. Genau dasselbe gerade. Es wird so schwer heute. Ich guck alle an. Ich dachte mir, what the fuck, Bruder, es wird so schwer. Und wir haben sogar eine Dame dabei. Ja. Also ich bin ganz gespannt. Das wird richtig verwirrend. Du hast gesagt, wir sollen auf den Gang achten. Ich guck so und es passt einfach bei genug Leuten. Auf wen würdet ihr jetzt tippen? Erster Eindruck? Bruder, entweder vorne rechts. Ich bin auch vorne rechts. Vorne rechts ist auch ganz stabil gegangen. Also würde er vor mir gehen, ich würde weglaufen, Bruder. Und links. Ja, kann man so noch gar nicht sagen, ne? Deswegen würde ich sagen, wir schnacken gar nicht was rum, sondern der Erste kann sich einmal vorstellen, bitte. Hi, ich bin Jim, ich bin 22 und ich bin seit dem 1.8.2018 in der Bundeswehr. Wie kam es dazu? Ich bin nach der Schule, ich habe meinen Abschluss gemacht und dann musste ich wegen privaten Gründen irgendwie gut Geld verdienen. Und dann war in der Schule so ein Stand gewesen, ne? Ich bin mit einem Kollegen da hingegangen, mit dem Kollegen da vorne sogar sitzt. Und der meinte dann, komm, lass mal noch fragen, was man so verdient, ne? Wie alt die Jungs sind. Habe ich gefragt, meinte er so, zwischen 1,7, 1,9 verdient man so durchschnittlich, ne? Da haben wir gesagt, das ist guter Beruf, gutes Geld. Ausbildung ging nicht, ich musste gutes Geld verdienen, habe ich gemacht, da war ich drin. Am 1.8.2018 war ich dann in Rothenburg gewesen. Ich musste von meiner Stadt in Bielefeld mit dem Zug nach Hannover. Von Hannover dann musste ich mit dem Bus bis nach Rothenburg fahren. Da wurde ich am Bahnhof direkt abgeholt mit so einem Bus, ganz normaler Bus. Also nicht wie ihr denkt mit hier Camouflage und sowas, ne. Ganz normaler Bus, da sitzen alle Soldaten drin, da wirst du in so eine Kaserne gebracht halt, ne. Leerer Block heißt Haus, wo alle Soldaten leben, ne. Da wirst du erstmal eingekleidet, dann kommt irgendwann 2 Tage später kommt die Einkleidung. Du bist 2 Tage erstmal so, wie ich jetzt gerade bin. Manche Jungs waren damit, boah, das ist schon manchmal mit Jogginghose, so wie die von zu Hause rausgegangen sind. Und dann bist du erstmal 3 Monate, ne. Du bist in Rothenburg dann 3 Monate diese Grundausbildung gemacht. In der Grundausbildung ist halt strikt 6:45 aufstehen oder 6:30 Uhr, alles so, wie es laufen sollte. Ne? Und dann nach 3 Monaten bin ich nach Augustdorf gewandt. Augustdorf ist in NRW gewesen. Ich bin in der GFM-Raumwildkaserne. Da bin ich jetzt, seitdem ich fertig bin, 3 Monate später. Bro, ich weiß nicht, wie das so richtig abläuft bei der Bundeswehr, ne? Aber wenn man da hingeht, dann muss man ja auch irgendwie so eine besondere Position haben, oder? Wie meinst du mit Position? Ich weiß nicht, man hat doch eine Position bei der Bundeswehr. Du kannst doch nicht sagen, ich bin bei der Bundeswehr. Man muss doch schon irgendwie eine Position haben, man muss schon einen Nutzen haben. Du gehst zum Karrierecenter. Ich war im Karrierecenter bei mir in der Stadt Pivizade, so ein kleines Dorf ist das, ne? Nein, in welchem Bereich bist du tätig, meinte er? Ja, Panzergrenadier. Du kannst dir aussuchen, was du werden willst, ne? Und was bist du? Ich bin jetzt Panzergrenadier. Also ich bin Panzergrenadier Scharfschütze. Ich bin zur Bundeswehr gegangen zum Karrierecenter. Da kann man sich 3 Sachen aussuchen, ne? Und dann wirst du erstmal hier, wird hier vom Arzt und so getestet, für was du überhaupt bist. Da gibt es so verschiedene Noten wie, ne? T1 ist, du bist für alles perfekt, ne? Körperlich, gesundheitlich, kannst du alles machen. T2 kannst du zum Beispiel keinen Fallschirmjäger machen oder keinen Minentaucher. Weißt du, was heißt körperlich 100% sein muss, weißt du? Kannst du das nicht machen, dann machst du halt irgendwas anderes. Was ist C4? C4 hat nichts damit zu tun. Was ist das für eine Frage, Bruder? Bei der letzten Folge hat einer so gesagt, C4 und dann, ja. Und bei mir war dann halt, ich wurde T1 gemustert, ne?
Da musst du halt nur gesundheitlich top sein. Ne? Wenn du gesundheitlich top bist, bist du T1 und fertig. Und dann habe ich mir, kannst du dir Wunschpositionen aussuchen, was heißt Positionen, Wunschrichtungen aussuchen. Da habe ich Jäger genommen, war meine Wunschrichtung. Da habe ich noch Panzergrenadier und da hat der eine noch vorgeschlagen, mein Gott, ich habe mich nicht gut ausgekommen, ich offen und ehrlich. Ich habe gesagt, ja komm, weiß nicht, Fallschirmjäger, ja gut. Da ging ich die 3 Monate erstmal als Jäger rein. Hast du als Jäger eine Grundausbildung gemacht und nach 3 Monaten dann bist du in die Augustow-Kaserne. Die war dann Panzergrenadier-Kaserne. Und dann war ich in Augustow gewesen nach den 3 Monaten. Da muss man da erstmal klarkommen, da kommst du in eine Einheit, wo seit 2 Monaten bei Bundeswehr oder seit 10 Jahren bei der Bundeswehr, ne? Dann bist du da reingeworfen in irgendeine Gruppe und dann machst du erstmal alles mit, was sie machen. Da bist du erstmal nur noch eine Nummer. Du machst da erstmal gar nichts. Alles, was die dir sagen, das machst du. Nichts anderes. Du hast nichts zu sagen, sei ruhig, wenn die sagen, du machst das, dann machst du das. Dann irgendwann machst du deine Lehrgänge, wenn die sehen, du bist sportlich gut, na, schicken die dich auf Lehrgänge, wo du halt sportlich gut sein musst. Wenn du gut schießen kannst, sagen die, ja komm, mach mal das und das. Wenn du taktisch gut bist oder sowas, schicken die dich, dass du irgendwelche Lehrgänge machst, wo du taktisch gut sein musst, weißt du? Und ja, das kam, wie es kam. Dann habe ich irgendwann meine Scharfschützen-Vorausbildung gemacht. Man kann, jedes Jahr gibt es so eine, macht der Scharfschützen-Gruppenführer. Das ist ein Hauptverwill meistens, ne? So ein bisschen älterer, ne? Macht dann so eine, wie so ein Angebot. Alle, die mal gerne Scharfschütze sein wollen, melden sich bei mir und dann machen wir eine Scharfschütze-Vorausbildung. Das ist die Ausbildung vor. Nehmen wir mal ganz schnell 3 Waffen. Es gibt nur eins, ich würde sagen G22. Gibt es keine anderen? Es gibt bestimmt auch 1000 andere, was willst du hören? Aber bei der Bundeswehr nur eine, ein Modell. Du kennst keine anderen? G22, G21. Weißt du, wie unsere Verteidigungsministerin heißt? Wir haben keine Verteidigungsministerin, wir haben einen Typen, Boris. Wie, Boris was? Boris Pistorius oder so heißt er das? Pistorius, aber ich muss schon sagen, er holt schon halt sehr, sehr tief Bruder, er aus. Weiß viel. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Er weiß viel. Aber glaub mir, er ist es nicht. Er ist es auch nicht. Er ist es nicht, Brudi. Er kann viel reden, Bruder. Er erzählt. Sein bester Kumpel ist bestimmt irgendwie mal bei der Bundeswehr. Aber glaub mir, jemand tretet ganz anders auf. So, Boris Pistorius, ich bin euch offen, sowas interessiert da niemanden, ne? Der Typ ist unsere Außenministerin? Von der Leyen? Ist das die? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht, bin ich auch ehrlich. Auf jeden Fall, dann ging es weiter, ne? Scharfs- und Vorausbildung 2019, Einsatz, Resolute Support in Afghanistan gewesen. 6 Monate. Du warst in Afghanistan? Ich war in Afghanistan, ja. 6 Monate lang. Du machst deine Einsatz-Vorausbildung. Ich hatte meine Einsatz-Vorausbildung in den Barracks in Paderborn. Kennt ihr Paderborn vielleicht? Ja. Paderborn auf jeden Fall ist so eine Ethnon Barracks, ist das, ne? Das ist so eine englische Kaserne. Dann habe ich meine Einsatz-Vorausbildung gemacht. Dann bist du erstmal 6 Wochen lang oder so, ne? Machst, was du willst. Wir hatten die Mission als Resolute Support, heißt Guardian Angel. Guardian Angel ist sowas wie, sag ich, Personenschutz, ne? Personenschutz bringst einen afghanischen oder einen deutschen Offizier von A nach B, mehr nicht. Er hat ein Gespräch mit einem afghanischen Offizier in Mazar-e-Sharif oder in Kabul, wo auch immer. Ne? Hat er ein Gespräch, ganz normales Gespräch, nichts Schlimmes oder so. Ne? Du stehst vor seiner Tür, wo die gerade sprechen. Alle eigentlich nicht ganz entspannt, da kommen die afghanischen Zivilisten oder Soldaten, bieten dir Chai an, bieten dir was du willst an, alle entspannte Leute. Bist du da erstmal deine Schicht, 7, 8 Stunden, je nachdem wie lange er braucht. Da hat man noch Turmbewachung im Lager, ne? Im Turm sitzt du halt deine Schicht 8 Stunden, 16 Stunden Pause, wieder 8 Stunden, 60 Stunden Pause, eine Woche lang oder so, da guckst du nur Netflix, mehr machst du da nicht. Weil ich 6 Monate lang, nach 6 Monaten kam ich nach Hause, eigentlich ganz, ohne Scheiß, einfach ganz normale Arbeit, ne? Mehr ist das nicht. Okay, danke dir erstmal, also ich finde, er hat stark vorgetragen. Ja, er hat stark vorgetragen, er hatte viel. Ich kann noch gerne fragen, was ihr wollt. Ganz egal, was es ist, ihr könnt fragen. Er hat sich auf jeden Fall gut vorbereitet, vielleicht ist das auch, könnte auch sein. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall lass den Nächsten irgendwie hören, weil dann kann man das ein bisschen vergleichen, weißt du, von der Redensweise, wie der andere vielleicht redet, weißt du? Ja, würde ich auch sagen. Deswegen danke dir auf jeden Fall erstmal und dann machen wir mit der Nächsten bitte weiter. Ich bin Melli, ich bin SHZ 8 und seit Januar 2020 bei der Bundeswehr. Wie ich da darauf kam, ich war auf dem Bewerbertag und ich komme aus der Nähe von einer Kaserne und bin spontan da hingegangen mit einer Kameradin zusammen, also jetzt Kameradin. Und uns hat das sehr gut gepasst. Wir waren bei den Beratern direkt persönlich vor Ort. Wir haben uns auch direkt darauf beworben. Kurz danach hatten wir auch unseren Termin beim Karrierecenter bekommen. Das war in Düsseldorf und ja, dann haben wir diesen Auswahlverfahren gemacht und habe auch alles bestanden und dann bin ich zur Bundeswehr. Interessant. SAZ 8, wofür steht denn die 8? Die Verpflichtungszeit, 8 Jahre. Okay, interessant. Und wie kam es dazu? Warum hast du dich für die Bundeswehr entschieden? Ich wollte schon immer einen Beruf machen, was einfach nicht so Standard ist. Ich liebe Sport und ich wollte quasi das auch mit meinem Beruf zusammen kombinieren. Eigentlich wollte ich zur Polizei oder zur Bundeswehr. Ich konnte mich halt nicht entscheiden und ich habe mich dazu entschieden, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich gehe gerne bis an meine Grenzen. Das habe ich auch in der Grundausbildung gesehen und ich bin auch sehr stolz darauf. Okay, stark. Musstest du mit irgendjemandem absprechen, dass du hier bist? Irgendjemanden fragen vorher? Ob ich jetzt hier bin? Ja. Ja, weil du repräsentierst ja sozusagen ein bisschen die Bundeswehr. Genau, ich habe mit ihm schon gesprochen. Ich habe ihn schon darauf erkundigt, dass ich sowas machen möchte. Und
Er hat gesagt, ist okay und ja, bin jetzt hier. Also, wie macht ihr das? Sie macht es richtig stark. Ich sag halt so, während sie gesagt hat, dass sie extra jemanden gefragt hat, beziehungsweise den Vorgesetzten gefragt hat, hat er den Kopf geschüttelt, sodass man das eigentlich, glaube ich, nicht fragen muss. So, gibt es da einen bestimmten Grund, weshalb man überhaupt fragen muss, ob du jetzt hier sein kannst? Ich meine, im Endeffekt kannst du ja einfach nur deinen Beruf darüber reden, warum du den möchtest. Also ist ja nichts Schlimmes eigentlich. Ich glaube, wenn man detailliert drauf eingeht, Bruder, muss man so ein bisschen aufpassen, weil du unterschreibst ja am Anfang auch so Verträge und so, weißt du, ich meine? Wegen Datenschutz. Es gibt ja überall so eine Verschwiegenheitsklausel. Deswegen kann das schon, also ich würde sagen, dass es Sinn macht. Plus, man darf auch nicht vergessen, die Bundeswehr macht auch sehr viel Werbung und so. Und dann ist deren Reputation schon sehr, sehr wichtig, glaube ich. Was sind deine Aufgaben bei der Bundeswehr? Ich bin Stabsdienstsoldat. Ich arbeite im GEZI. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre dabei. Und ja, also meine Tätigkeiten sind, das nennt sich Ausbildungspass-Datenbank. Das sind die Sportsachen, die ganzen EGF-Leistungen, die ein Soldat ablegen muss, jährlich. Und ich pflege die ganzen Sachen ein. Dann gibt es AZE-Tool, das sind Arbeitszeiterfassungssachen, halt quasi mit den Stunden, Überstunden, Urlaubskartei, das nennt sich dann OKK und ja, sowas halt. Interessant. Hat das einen Grund, warum du eine Corona-Maske auf hast? Ich bin ein bisschen erkältet und ich möchte auch ein bisschen anonym bleiben, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Anonym bleiben, aber machst du jetzt bei dem Format mit? Ja, also ich wollte jetzt nicht meinen Namen richtig sagen, deswegen wollte ich eine Maske tragen und ja. Aber jeder kann dich ja trotzdem jetzt so identifizieren. Ja, nicht unbedingt. Okay. Weiß ich jetzt nicht ganz. Sie sind ja schon ein paar mehr, ne? Also. Aber sie macht es richtig gut. Ja, sie macht schon, das, ja. Auch ihre Präsenz so, das ist schon stark. Also einfach, dass sie so stabil steht. Einfach ja, ja. So, das hat was. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann vielleicht jemand hier ist, der einfach nur Polizist ist und auch so diese irgendwie sowas hat. Auch gefährlich. Auch so ein Spezial. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob das als Soldat zählt, weiß ich gar nicht. Was mich richtig durcheinander bringt, ist, wenn Leute so genau mit Zahlen umgehen wie er, wenn er so genau sagt, so um 6.30 Uhr haben wir abgeholt, 8 Uhr irgendwie sowas. Und bei ihr die ganzen Abkürzungen. Also ich kann mir echt noch gar kein Bild über irgendjemanden machen. Ich muss mir erstmal komplett einmal hören. Okay, ja, dann danke dir auf jeden Fall. Dann würde ich vorschlagen, machen wir mit dem nächsten einmal bitte weiter. Also mein Name ist Abdel, ich bin 21 Jahre alt, seit Dezember 2019 bei der Bundeswehr. Habe meine Grundausbildung in Schwarzenborn gemacht und wurde dann nach Bad Salzung versetzt zu den Panzergrenadieren. Bruder, der ist Rapper, Mann. 100%, Bruder. Der ist Rapper, Bruder. Das Ding ist, diese Jacke, ne, ich habe die in Türkei auch gesehen, bei Gott. Er ist Rapper, Bruder. Mach mal nur kurz deinen rechten Arm so ein bisschen so. Noch ein bisschen? Das sind schon coole Tattoos. Aber du bist Rapper, Mann. Nein, ich bin kein Rapper. Okay, was ist deine Aufgabe? Bist du bei der Bundeswehr? Ja, richtig. Ich bin Panzergrenadier. Das heißt, wir sind im Schützenpanzer Marder. Und da ist meine Tätigkeit der Panzervorschütze. Seit wann bist du da? Seit Dezember 2019. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von ihm, weil ich hätte nicht gedacht, dass er so authentisch ist. Ja. Ich versuche ihn ja ein bisschen zu triggern, ne? Aber die lassen sich alle hier nicht triggern. Ja, irgendwie nicht. Welche Kaserne? Bad Salzung, ist in Thüringen. Warum hast du jetzt so überlegt, okay, ich will bei der Bundeswehr oder beziehungsweise ich will Soldat werden? Was war so dein Grund? Das ist eigentlich ein Kindheitswunsch gewesen. Seitdem ich 6 bin, wollte ich zur Bundeswehr, weil wir haben auch einen Standort bei uns daher, wo ich herkomme. Und man sieht öfters mal Soldaten. Deshalb, ich fand das immer cool. Und später dann habe ich mich dann einfach dazu entschieden, den Weg zu gehen, wo ich auch heute noch bin. Und wie lange verbringst du Zeit dort? Also du fährst dahin, wie lange bist du dann dort? Also ich fahre knapp 2 Stunden nach Bad Salzung von mir zu Hause aus, verbringe dort Montag bis Freitag und das Wochenende fahre ich dann nach Hause. Sag mal so ganz kurz detailliert, wie sieht so ein Alltag aus? Es kommt halt ganz darauf an, was auf dem Dienstplan steht. Also wenn jetzt zum Beispiel Gefechtsdienst steht, dann sind wir halt von Dienstag bis Donnerstag draußen und üben einfach infanteristischen Kampf gegen andere Panzer, Überwältigung von Sperren. Wenn zum Beispiel technischer Dienst, also TD, auf dem Dienstplan steht, dann machen wir zum Beispiel, putzen wir die Panzer oder wir gucken, ob wir irgendwas reparieren müssen, ob wir irgendwas austauschen müssen. Wir klopfen Kette, das heißt, an der Kette sind so Gumbinoppen dran und die klopfen wir dann ab und ersetzen die durch neue. Also wie Reifen eigentlich. So. Oder Sport, dann gehen wir halt raus, joggen. Machen Liegestütze, was auch immer. Ey, Männer, was sagt ihr, Digi? Ich hab keine Ahnung, Mann. Jeder hat sich so krass informiert, ne? Ja, Mann, jeder weiß irgendwas. Bist du SAZ? Ich bin SAZ, ja. 8 Jahre. Was ist das? Soldat auf Zeit. Das heißt, es gibt einmal den FWDLer, also Freiwilligen Wehrdienstleistender. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel, kann man wie einen Schnupperkurs vergleichen. Das heißt, ist die Bundeswehr was für mich, ist die Bundeswehr nichts für mich? Da kann man ab 7 Monate, meine ich, bis zu 23 Monate kann man sich dann quasi verpflichten, kann auch abbrechen, aber in der Zeit, dann muss man nicht und, in den Einsatz. Und du bist dieses auf Bitte? Zeit, du bist das jetzt immer noch? Ich bin noch auf Zeit, ja. Aber du bist auch seit 2019 dabei, oder nicht? Richtig, und ich habe 8 Jahre, also mich für 8 Jahre verpflichtet.
Interessant. Was machst du beruflich aktuell? Ich bin bei der Bundeswehr. Jetzt, Bruder, sagt, ich bin Kioskverkäufer, Bruder. Scheiße, Mann. Scheiße. Man kann die auch nicht triggern oder so. Es ist richtig. Vielleicht prangen die ja alle uns, Bruder. Und wir haben einfach hier 6 Soldaten, Bruder. Scheiße. Ich bin auf die hinten sehr, sehr gespannt. Deswegen habt ihr ansonsten noch Fragen? Sonst würde ich sagen, machen wir erstmal. Ich muss mir erstmal alle anhören, ja, ehrlich. Bruder. Dann danke auf jeden Fall und dann machen wir erstmal mit dem hinten rechts bitte weiter. Sorry, Jungs, bin ein bisschen heißer. Bin Andreas, 31, komme aus Augsburg und bin seit 2004. 31? 31, ja. Krass, ich hätte jetzt. Bitte sagt mir, ich schaue jünger aus. Das wäre für mich super. Ich dachte, von hinten hätte ich jetzt geschätzt, 19. Safe, er sieht ja jünger aus als wir alle. Hab schon andere Sachen gehört. Seit 2014 bei der Bundeswehr als Feldjäger. Als Feldjäger, okay. Was macht man da so als Feldjäger? Das könnt ihr euch so vorstellen, wie die Polizei, Landespolizei, haben wir fast die identischen Tätigkeiten, nur intern für die Bundeswehr. Also wir überwachen den militärischen Verkehrsdienst zum Beispiel, militärischer Ordnungsdienst, Heimatraum und Objektschutz, heißt aber nur noch Raum und Objektschutz, solche Dinge halt. Also wir kontrollieren Soldaten, am Bahnhof zum Beispiel sieht man die oft, hier in Hannover zum Beispiel, weil ich hatte hier meine Grundausbildung 2014, am 1.7. Gab es mal so einen extrem krassen Vorfall? Was heißt extrem krasser Vorfall? Was ist zum Beispiel das Heftigste, was du erlebt hast, in der ganzen Zeit jetzt? Es ist echt schwierig zu sagen, weil... Er ist kein Soldat. Bruder, er ist kein Soldat. Bruder, ich hätte ja so viel... Bruder, wäre ich ein Monat nur da, Bruder, ich hätte schon so viel zu erzählen. Weißt du, was ich meine? Ja, es kommt ja immer drauf an, was ihr als krass definiert, ne? Weil es ist jetzt ein Vorfall draußen... Hast du schon mal geschossen? Hä? Auf Menschen? Nein. Sondern worauf? T-Scheiben beim Schießen. Was für eine Waffe trägst du normalerweise bei dir? Beim Schießstand jetzt oder im Feldjäger Streifendienst? Im Dienst, sag ich jetzt mal. Im Dienst, P8. Ist das die Standardwaffe für alle? Ja. Kannst du mal zeigen, wie du die hältst? Wie ich die halte? Jo. So bin ich im Anschlag und im Endeffekt, wenn ich nicht im Anschlag bin, gegen diese Position. Ey, nein. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich sage bis jetzt alle 4 für mich authentisch. Ich dachte, jetzt fängt es so ein bisschen an zu bröckeln. Aber vielleicht ist er auch nur ganz normaler Polizist. Das kann auch sein. Und der Einzige, der jetzt gesagt hat, der war im Ausland, war der Erste. Du warst auch noch nie im Ausland, ne? Nein, ich war noch nicht im Ausland. Aber der Erste soll auch mal eine Waffe ziehen. Was für eine willst du haben? Wie du willst. Bruder. Von Boden. Du hast ja nur eine einzige genannt. G22 kann ich dir gerne zeigen, wenn du willst. Aber ich muss darauf liegen, ne? Wenn Wie? Dann denkst du, ich schaffst du wieder so oder was? Auf dem Boden. Bruder, keine Ahnung, ich kenne das so von GTA und so. Sturmgewehr im Stand, Handwaffe im Stand, schaffst du auf Boden. Das geht aber auch, wenn ihr wollt. Welche Waffe hatte er davor? P8. Wie würdest du die machen? Ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie, dass du dich auf Boden legst. Ich mach das jetzt so, wie ich es machen muss, weil bei uns ist öfter, dann kommen halt neue Rekruten. Rekruten heißt neue Leute, die kommen, ne? Neue Soldaten, die müssen wir jetzt als Schießausbilder zeigen, wie wir schießen müssen. Ne? Die musst du von Anfang bis Ende zeigen, wie die schießen. Wir sagen zu denen, steh so, wenn du jetzt mein Rekrut, würde ich sagen, steh genau so, meine Füße an, guck meine Füße an. Mehr nicht. Okay? Hand so. Deine Waffe ist hier. Wenn du jetzt mehrere Jahre da bist, kannst du auch hier tragen. Aber am Anfang lassen die dich nicht hier tragen. Dann sagen sie dir, warum machst du das? Du bist nicht Special Force, du bist gar nichts. Trag die hier. Okay? Hier so stehen. Zack, hier hoch. Nach vorne stehen. Fertig. Mehr ist das nicht. Wieder zurück. Kontaktstellung. Nein, bitte schieß nicht. Und Ausgangsstellung und fertig. Und so stehen. Aber mehr ist das nicht als das hier. Zack, zack. Mehr ist das nicht. Alle, die so stehen oder so stehen, was das? Nichts, keine Ahnung was. Wenn ich so stehe, kann mich keiner wegschubsen zum Beispiel. Ich bin stabil, so fliege ich auf die Fresse, muss stabil stehen. Wie bewertest du seine Position? Er hat es ganz gut gemacht, aber er sieht aus wie ein Polizist, einfaches Ding. Er schießt wie ein Polizist. Ja. mach nochmal diese Scharfschütze-Geschichte. Jeden Tag wird hier geschossen. Schaffst du, wenn ich trage, liegt auf dem Boden, ne? Also wenn ich hab's in meiner, ich meine, so eine, das ist wie so, das ist keine Tasche, das ist ein Koffer, ne? Das ist ein langer Koffer von hier bis hier. Erstmal bereite ich alles vor, alles einstellen, alles super, hinlegen, zack, Füße, um meine Füße an. Füße müssen so liegen, anders geht's nicht. Okay. Scharfschützengewehr, so schießen und fertig ist. Alles, was du auf dem Boden schießt, ist Scharfschützengewehr. Ich hätte niemals oder meine Füße so gemacht, Bruder. Raketenwerfer zum Beispiel, Raketenwerfer, also hier sowas, die Panzerfaust, ne, schießt du so. Ich zeige dir, was du auf den Boden schießt. Ne? Panzerfaust schießt du so. Warum schießt du so? Wenn du deine Beine hinten hast, sind deine Beine weg. Fertig. Wenn du so schießt, sind deine Beine nicht weg. Bruder, Bruder, also, er ist stark, also besser Digga. Was für eine Reichweite hat so ein scharfes Schützengewehr? Unterschiedlich. Deins? Diese G77 oder was das auch war? G22. Bei mir ist maximal gewesen bis jetzt 750. Aber ich kenne Leute zum Beispiel, also in meiner Scharfschützengruppe, die schon
keine Ahnung, wie viel lang weit getroffen haben. Aber das ist immer so, das ist keine Glückssache, das ist, ich weiß nicht, ob das mit Gefühl, mit Erfahrung kommt, mit Gefühl. Ich habe es tausendmal versucht, so weit schießt mir die, schaffe ich nicht. Ich bin nur neu, ich bin der Jüngste in der Schaffensgruppe. Alle bei mir sind alle über 30. Deswegen, also ich habe noch nicht so weit geschossen. Ich hoffe, es kommt mal dazu, aber bei mir war 750 auf der Schießbahn. Ne? Wie alt bist du nochmal? 22. 22. Ich bin der Jüngste. Das kann man sogar auch lesen, ne? Wenn ihr wollt, könnt ihr es googeln. Jüngster Scharfschütze in Augustdorf. Ich hasse das, wenn so viele sagen immer, ihr könnt googeln. Die wissen ganz genau, dass wir nicht googeln dürfen. Ja, googelt einfach. Ich habe auch gefragt, ob ich hier Videos und so zeigen darf, vom Einsatz und sowas. So, also die meisten, die ich jetzt hier sagen, denken, boah, Bruder, zeig mal Video. Wenn ich Videos zeige, sind die, bei Gott, geisteskrank, ne? Hier aus Flugzeug fliegen, aus Flugzeug hier filmen und so ein Scheiß, das drehen die voll am Rad, ne? Deswegen, also ich wünsche dir Videos zeigen, bei Gott. Ja, Bruder, er redet so leidenschaftlich darüber. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Und fragt nicht solche Sachen wie, was bedeutet der Heeresfliege? Fragt richtige Sachen. Ich wünschte, ich könnte die Sachen fragen. Ihr würdet euch totlachen, würde ich dachte. Okay, sag mal eine krasse sag Frage. Mal die krasse Frage. Die nur ein Soldat überlegen würde. Was nur ein Soldat beantworten kann? Resolute Support. Einfaches Ding. Muss jeder wissen. Jeder, der in Afghanistan irgendwie eine Ahnung nur davon gehört hat, das hört man auch, ne? Überall so in der Kaserne laufen, wenn 1000 Soldaten da sind, laufen 500 damit rum. Hier ein Patch RS in grün. Wenn die das sehen, wissen die direkt Resolute Support. Das muss jeder wissen. Wenn er dann nicht weiß, was das heißt, er soll es mir nicht mal vernünftig erklären. Er soll nur mir sagen, was die damit machen. Digga, die anderen. Bruder, er hat mich so überzeugt, Bruder. Ja, der Echte ist, ne? Die anderen verfluchen die gerade so hart, ne? Ja, denkst du klein. Also es gibt zwei Optionen, Bruder. Entweder er ist Türsteher bei Nava, Bruder. Nein, Mann, ehrlich nicht. Eins von den beiden. Aber okay, dann dank dir erstmal. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit dem in der Mitte bitte weiter. Okay, ich bin Berdan. Ich bin jetzt 21 Jahre alt. Und ich habe nach meinem Realschulabschluss, erstmal eine ganze Zeit lang Zeit verschwendet. Und weil ich schon immer von Gerechtigkeit überzeugt war, habe ich mich dann entschlossen, zu der Bundeswehr zu gehen und als Soldat zu dienen. Wie lange hast du dich verpflichtet? Also ich bin jetzt gerade aus meiner Ausbildung raus. Die geht 12 Monate. Und jetzt habe ich mich für 6 Jahre verpflichtet. Das geht doch gar nicht. Doch, warum soll das nicht gehen? Also ich habe mich als SAZ auf 6 Jahre verpflichtet und war davor halt in der Grundausbildung, ja. Okay, ich dachte, ich sage jetzt einfach was und dann sagt er so, oh, scheiße. Okay, was für eine Position trittst du an? Als Grenadier. Was ist das? Das gehört zum Heer. Also wir machen hauptsächlich den Personenschutz oder wir gehen auch in Gefechtsstellen und helfen da und unterstützen. Beispielsweise, wie der Freund des Resolution schon angesprochen hat, das ist dann die Unterstützung als Personenschützer. Und ich hatte noch keinen Auslandseinsatz, weil ich erst neu dabei bin. Aber das lernt man halt schon relativ früh. Der erinnert mich an jemanden. Machst du TikTok? Ich habe nach meiner Schulzeit eine Zeit lang TikTok gemacht. Machst du diese, hast du diese Frankfurt-Parodie gemacht? Walla Bila. Das ist richtig. Wie, warte, ist der TikToker? Das war der. Was? Was ist das erkannt, Bruder? Das war der. Das ist richtig, ja. Der ist niemals so da. Ja, warte, erklär mich, ich will wissen. Wie hast du das erkannt? Nicht, ich hab das erkannt, Bruder, ich mach TikTok, Bruder. Doch, es gibt auch so Parodien so. Und er hat so Frankfurter nachgemacht, zum Beispiel Frankfurter in der Schule oder so. So, Walla Bila, das darf nicht da so stehen, ja. Hast du das während der Zeit bei der Bundeswehr gemacht? Nein, also seitdem ich da angefangen habe, habe ich damit auch aufgehört. Und ich habe eine Zeit lang noch die Videos, die ich vorveröffentlicht habe, das kennt man ja als Creator, kennst du auch, habe ich noch veröffentlicht. Aber jetzt nach meiner Ausbildung... Was waren das nochmal für Videos? Ich habe es nicht mehr so ganz... Das waren so Comedy-Videos, Frankfurt-Parodien und da habe ich immer so in der Art... Mach mal so eine... Kannst du das mal machen? Ja, aber ich darf das jetzt am besten nicht machen, weil ich möchte jetzt nicht meinem Offizier... also ich bin... Ich bin hier, um die Bundeswehr zu supporten und ich weiß nicht, ob das dann okay wäre. Zu supporten? Okay. Inwiefern supportest du die jetzt? Der Support ist hier jetzt gerade medial, ja. Ach, Bruder, nein, der ist es nicht, Mann. Er ist immer noch TikToker, Bruder. Der macht ein bisschen ein paar Live-Matches, Bruder. Macht dein Geld, Bruder. Sowas habe ich nie gemacht. Ist kein... Boah, der ist nachts mit Bekir und so unterwegs. Aber er ist gut. Er ist gut, aber er ist es nicht. Also er hat sich vorbereitet, aber er ist es auf gar keinen Fall. Ja, Mann. Ah, Bruder, der arbeitet im Heidepark oder so. Bruder, Heidepark, mach mal einen Dick-Cola, hab ich gehört. Ja, nicht so wie bei der Bundeswehr, aber also in der Grundausbildung sind 12 Monaten, 3 Monate Grundausbildung und dann halt die ganze Ausbildung geht 12 Monate. Da habe ich auf 450-Euro-Basis gearbeitet, aber gewisse Dinge wurden einfach übernommen. Also Wohnkosten, da sind die entgegengekommen oder Zugfahrtkosten und so. Auf 450-Euro-Basis eine Ausbildung? Genau, ja. Okay. Und dann nach der Ausbildung verdient man ab 1,5 und das geht dann immer hoch. Okay, aber also 450 Euro eine Ausbildung, glaube ich, habe ich auch noch nicht gehört. Würde ich nicht, ja, also in den 3 Monaten Grundausbildung. Und danach geht das halt stufenweise hoch. Sagst du, die Bundeswehr bezahlt immer voll gut und so. Ich dachte auch, Bruder, ich habe vorher noch mal gegoogelt, bevor ich hier hingekommen bin. Hallo, auf Minijob-Basis Ausbildung, das ist nicht möglich. Die ersten 3 Monate muss man halt dazu noch sagen. Also die ersten 3 Monate waren auf 450 Euro Basis und dann geht das hoch auf 700. Und in den letzten 3 Monaten hat man dann 900 Euro.
Aber das die kommen einen auch sehr entgegen. Das glaube ich definitiv nicht, weil wenn ich... Ich kann es mir auch nicht vorstellen, Bruder, bei Bundeswehr. Wenn wir dich fragen, was du in deiner Ausbildung verdient hast, dann würdest du jetzt nicht die ersten 3 Monate erwähnen, oder? Wenn das aber so wäre. Aber wenn ich lügen würde, warum würde ich dann so eine Summe nennen? Ja, weil du gerade nicht daran gedacht hast, dass man in der Ausbildung nicht auf Minijob-Basis arbeiten kann. Wer weiß, also ich weiß es. Gerade hast du versucht, dich wieder zu retten, weißt du? Ich bin einfach nur ehrlich, ich beantworte nur die Fragen. Ja, verstehe mich nicht falsch, guck mal, wenn ich 3 Jahre eine Ausbildung mache und sagen wir jetzt, es wäre so, dass du in den ersten 3 Monaten 450 Euro verdienst und jemand fragt mich, wie viel hast du in deiner Ausbildung bei Nahim Sky verdient, so, da würde ich nicht sagen 450 Euro, weil den Großteil der Zeit habe ich ja dann 700 Euro oder 900 Euro verdient, weißt du? Wenn du so viel gestellt bekommst, ist ja klar, dass dann das Gehalt nicht so hoch ist. Bruder, ist es nicht, Mann. Wenigstens haben wir mal einen, wo es ein bisschen leichter ist. Aber hast dich gut vorbereitet, hast trotzdem gut gemacht. Ja, ihr werdet es ja am Ende sehen, ne? Ihr werdet es ja am Ende sehen. Ja, ist cool. Ja. Okay, dann danke dir auf jeden Fall und dann machen wir mit dem hinten links einmal bitte weiter. Hi, ich bin Pascal, ich bin 21 Jahre alt. Und ich bin. Was guckt ihr so? Nein, Mann! Ich bin Panzergrenadier bei der Bundeswehr. Was bist du? Panzergrenadier. Panzer. Was? Grenadier. Grenadier, was ist das denn? Das ist eine Teilsteitkraft bei der Bundeswehr, beim Heer, hat der Kollege auch vorher gesagt. Interessant. Und wie kommt man dazu? Also bei mir war es einfach so, nach der Schule, nach dem Abi, hatte ich keinen Bock, irgendwie ein Studium zu machen oder sowas. Mir war das irgendwie zu viel Theorie. Und ich wollte halt was Spannendes machen, was man irgendwie später noch seinen Enkelkindern erzählen kann. Und dementsprechend bin ich danach zur Bundeswehr gegangen, um da ein bisschen was zu erleben. War dann ursprünglich nur für 15 Monate da, habe dann aber auf SAZ-2 verlängert, weil mir das halt da gefallen hat. Würdest du dein Leben geben für Deutschland? Also das ist, glaube ich, auch was man am Anfang nicht wirklich nachvollziehen kann, wenn man darüber nachdenkt, zur Bundeswehr zu gehen. Aber ich muss sagen, wenn man den Bundeswehralltag erlebt und die Kameradschaft, das nicht unbedingt nur so ein, ich gebe mein Leben für Deutschland, sondern auch für meine Kameraden. Und okay, das ist auf jeden Fall was, das lernt man da, wenn man da ist. Was verdienst du oder was hast du in deiner Ausbildung verdient? Also als ich noch FWDLer war, am Anfang in der Grundausbildung, habe ich 1,5 verdient. Und jetzt als SAZ bekommt man halt ein bisschen mehr. Also im Moment als Hauptgefreiter kriege ich 2.400. Brutto oder netto? Netto. Das klingt authentisch. Bei 450, Bruder, dann würde ich irgendwo Pizzalieferant einfach werden, Bruder. Sag ich dir ehrlich. Warum soll ich Bundeswehr, Bruder, mein Leben riskieren? 450 Euro, Bruder, niemals im Leben. Bro, was für eine Kaserne? Erzähl mal ein bisschen, was machst du? Wie ist dein Alltag? Wann bist du da? Wann bist du fertig? Also ich bin in Ludmassen stationiert, in Neustadt am Rügenberge. Das ist hier in der Nähe. Ja, mein Alltag, es ist ganz unterschiedlich. Also ich möchte das so vorstellen, über das ganze Jahr verteilt hat man so verschiedene Übungen auf verschiedenen Übungsplätzen. Und eigentlich verläuft der Alltag immer so, dass man verschiedene Phasen hat, also Vorbereitung, dann halt der Übungsplatz an sich und dann die Nachbereitung. Das heißt, in der Vorbereitung ist man viel auf dem kaserneninternen Übungsplatz schon unterwegs. Schon mal im Ausland gewesen? Nee, noch nicht. Schon mal geschossen? Ja, auf jeden Fall. Also ist Teil wie schießt man? Er kommt auch mit welcher Waffe. Standardgewehr ist das G36. Und als Panzergrenadier lernt man noch das Schießen mit der P8, mit der Pistole. Das G36, wie gesagt. Was ist mit der G22? Das ist ein Scharfschützengewehr. Das ist eine spezielle für die Scharfschützen halt. Okay. Sondern das MG5. Ich bin leider nicht in den Genuss gekommen, das MG3 zu schießen, weil das ist eine etwas ältere Variante vom MG. Und die Panzerfaust lernt man auch damit zu schießen. Bruder, es ist nicht. Er macht Krypto oder so. Bruder, guck mal, der hat sich seine Uhr finanziert von Krypto, Bruder. Irgendein Coin ist hochgeschossen, Bruder. Warum hast du hier heute mitgemacht? Ich wurde gefragt als Soldat, ob ich hier mitmachen möchte. Oh, gute Antwort. Oh, gute Antwort. Aber du musst ja trotzdem eine Intention haben. Wenn mich jemand fragt, ob ich irgendwo mitmache, dann entscheide ich ja auch, je nachdem, so, also ich habe ja irgendwas vor, weißt du? So, also, ja klar. Oder ich finde das Format cool, ich gucke mir das gerne an, ich bin gerne dabei. Und wenn man das Angebot bekommt, warum nicht? Hast du auch abonniert? Und Glocke aktiviert. Ganz wichtig, Bruder. Ja, natürlich. Hast du? Ja, würde ich auch jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat. Okay, gut. Weil das machen nämlich tatsächlich so, dass es sehr viele Menschen gibt, die noch nicht abonniert haben. Frechheit, Digga. Und wir sind gerade straight up Richtung 1 Million Abonnenten. Das fehlen nur noch 30.000, glaube ich. Vielleicht jetzt mit dem Video. Wäre schon echt cool, wenn ihr das mal machen könntet. Bruder, ich glaube, zum ersten Mal haben wirklich einfach alle fast die Hausaufgaben gemacht, ne? Ja. Alle haben die Hausaufgaben gemacht. Bruder, jeder hat Ahnung. Scheiße. Das stimmt. Okay, dann müssen wir uns jetzt für einen entscheiden, den wir am ehesten rausvoten. Ich habe schon so einen. Ich würde ehrlich sagen, Bruder, gib mir nochmal dieses Mikrofon zu diesem TikToker, Bruder. Der arme Soldat, Bruder. Nein, Mann.
Soldat. Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen, Bruder? Weil die Jungs sind alle gegen dich, ich bin so gespalten. Okay, also zu meiner Verteidigung habe ich zu sagen, dass ich nur auf eure Fragen geantwortet habe. Und wenn ihr erwartet, dass ich euch jetzt hier Wissen darlege, dann müsst ihr auch dementsprechend die Fragen stellen. Du hast ja nicht richtig auf unsere Fragen geantwortet. Natürlich. Ich habe auf jede Frage eine Antwort gegeben. Aber keine richtige. Ja, natürlich. Was sagst du dazu, dass der zum Beispiel hinter dir gesagt hat, dass seine Ausbildung halt viel, viel mehr verdient? Ja, das ist ganz klar gelogen. 1,5, das ist ja das Dreifache. Ja, also in den ersten... Das ist aber das ist ja so realistisch, Bruder. Also ich höre es ja von jedem, egal, man hat ja auch irgendwo Freunde, Bekannte, die irgendwo mal da reingekommen sind. Niemand würde 450, also ja, habe ich nie also gehört. Ganz klar, das ist gelogen. Das Ding ist, die Bundeswehr versucht ja auch viele dazu zu bekommen, anzufangen. Und wenn jetzt jeder wüsste, yo, ich verdiene nur 450 Euro, ich glaube, da hätten die wenigsten Lust drauf. Da verdienst du ja in jeder anderen Ausbildung mehr. Weil es gibt keine Ausbildung, wo du 450 Euro verdienst. Also das kann sein. Das kann wirklich gut sein. Ist raus. Nein, komm, alles raus. Karl, Bruder, alles gut. Alles gut, Bruder. Alles gut. Ruh dich aus, Bruder, alles cool, Mann. Ich darf keine POVs, ich darf keine Videos mehr drehen, seitdem ich... Er macht weiter, geiler Typ, Wallah. Okay, ey, wir sind uns einig, oder? Ja. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du bist einmal bitte raus. Also Bruder, wir können ja echt nur nach Gefühl gehen, ne? Weil auskennen tut sich irgendwie jeder, ne? Jeder weiß irgendwie irgendetwas. Mein Gefühl sagt hinten rechts, müsste raus. Unser Rapper, Casey Rebel. Er hatte gutes Wissen. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht in seinem Bekanntenkreis das jemand macht, sein Bruder vielleicht. Oh, er will was sagen. Einmal Mikro bitte. Wie kommt ihr darauf, dass ich kein Soldat bin? Die anderen waren zu stark. Ich glaube, ich habe dich irgendwo mal einfach gesehen, so Shisha-Bar oder so, am Chillen. Ja, wo? Steintor da, aber Soul Twins. Ich bin nicht von hier. Von wo? Ich bin eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt. Gießen, vielleicht sagt euch das was. Ja, du warst gut, du hast dich auch gut vorbereitet, aber die anderen sind einfach viel zu stark, weißt du? Hast du mit irgendjemandem abgesprochen, dass du hier bist? Nein, braucht man nicht. Okay, warum? Sobald man die VS, also VS ist verschlüsselt, nur für den Dienstgebrauch, wenn man das einhält und davon nichts preisgibt und sich an die Social-Media-Richtlinien hält. Was sind die Social-Media-Richtlinien? Ja, man darf jetzt keine beispielsweise Operationsarten verraten. Wie zum Beispiel Panzergrenadiere operieren. Es gibt ja verschiedene Operationsarten. Man darf die Bundeswehr nicht schlecht reden, man darf das Bild der Bundeswehr nicht schädigen. Wie beispielsweise unser TikToker versucht hat, jetzt zu sagen, ich darf jetzt hier keine Show machen, weil er dann zum Beispiel das Bild der Bundeswehr schädigen würde, wenn man das jetzt auf mich beziehen würde. Das sind so die Hauptkerndinge. Okay, du sagst, wir stellen dir keine Fragen. Okay, jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Bitte. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich habe nur sowas mal gehört. Immer her damit. Was sagt dir das Wort Spieß etwas? Spieß, das ist der Kompaniefeldwebel. Meistens ab Stabsfeldwebel, hat an der rechten Schulter eine goldene Kordel. Okay, was macht man, was ist in vielen Orten üblich, was man macht bei Neulingen, die ankommen, das mit dem Spieß zu tun hat? Mit dem Spieß zu tun hat? Der Spieß ist, wir nennen ihn Mutter der Kompanie. Nee, so ein, sag ich jetzt mal, so ein Insider, den nicht, ich bin mir sicher, das ist nicht überall so, aber ich habe gehört, dass es öfter so ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Auf jeden Fall, der Spieß hat bei uns die Aufgabe, zum Beispiel Zimmer, also Stubenzuweisung, Schlüssel, wo er seine Ausrüstung verfrachten kann und generell einfach beispielsweise Kasernenrundgänge beauftragt, also beispielsweise Laufzettel mitgibt, dass der Soldat, der Neuling, dann quasi die Kaserne kennenlernt. Das hat mir jetzt schon ein krasses... Man stellt Fragen und die Antworten alle direkt. Ja, das kam wie rausgeschossen, Bruder. Das hat mir jetzt ein bisschen... Vielleicht war er ja mal kurz bei der Bundeswehr und ist dann abgehauen oder so. Ja, weil Spieß ist, den lernt man wohl am Anfang schon direkt kennen. Weil wenn er sagt, der zweite Chef, sage ich jetzt mal, blöd gesagt. Nein, der zweite Chef ist der Keo, Kompanie-Einsatzoffizier. Warum bist du nicht mehr bei der Bundeswehr? Warum ich nicht mehr bei der Bundeswehr bin? Ja. Wer sagt, dass ich nicht mehr bei der Bundeswehr bin? So. Du willst die ganze Zeit schon tricksen, ne? Die ganze Zeit. Warum hast du mich auf dem Kicker? Ich hab dich nicht auf Kicker. Ich versuch ja nur herauszufinden, wer die Wahrheit sagt. Nein, alles gut. Ich bin noch bei der Bundeswehr. Ich kann euch alle Fragen beantworten. Wie gesagt, immer her damit. Okay. Interessant. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Ja. Aber irgendeinen müssen wir ja rausholen. Wir könnten ja auch dienstliche Fragen stellen. Was anderes, was ich vielleicht den noch nicht gestellt habe. Ich glaube halt wirklich so, was du schon meintest, Bruder, hinten links, Bruder, das ist... Also ich würde sagen, erstmal hinten links raus, Bruder. Ja. Boah, weiß ich nicht. Bruder, weil er Polizist ist. Er hat mich 100% mal angehalten. Bro, guck mal, was ich dir erklären muss, ist, dass ihr für mich alle fachlich, Bruder, gewonnen habt. Also ihr wisst alle mehr als ich. Das heißt, ich muss mir jetzt Kritikpunkte raussuchen, woran ich sage, okay, für mich bist du ein Soldat und für mich nicht. Punkt 1 bei mir ist die Haltung. So.
Und das hast du bei mir auf jeden Fall, da bist du bei mir durchgefallen. Ja, okay, dann ist es so. Aber ich bin ja nicht im Dienst, warum soll ich hier jetzt dranstehen, wie er zum Beispiel? Ich glaube, das ist so, das wird so ein Tick mit einer Zeit, weißt du, was ich meine? Selbst wenn du nicht mehr dort bist, das ist so ein Tick. Ich sag jetzt eine Sache und ihr reagiert alle, okay? Stillgestanden. Stark. Junge, ey, nein, Junge, ich will das auch kennen, was muss ich sagen, sag mal. Hä, Bruder, die haben das alle geguckt auf YouTube, Bruder, es gibt auch so Videos. Ey, krass, Mann. Sind jetzt alle Soldaten oder was ist das? Kacke, also ihr habt das letzte Video auf jeden Fall gesehen, alle. Scheiße. Habt ihr das beim ersten Video auch gemacht? Ja. Krass. Da haben aber alle was anderes gemacht, ja. Der hat den gemacht. Ehrlich? Okay, ich sag noch eine Sache und ihr reagiert alle, okay? Gruß. Scheiße, ich weiß jetzt nicht, ob das ausschlaggebend ist, aber sie ist die Einzige, die die Beine nicht so gestellt hat wie die anderen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das wichtig ist. Also ich habe es jetzt nicht gesehen, wie sie... Ihr hattet alle V, die Füße V, und sie war die Einzige, die so ein bisschen gerade hatte. Ist das ausschlaggebend? Also zumindest lernt man das in der Grundausbildung so, und wenn man das beigebracht bekommt, dass man die Beine nicht, zumindest an den Fußspitzen nicht komplett zusammen hat. Also bei uns in der Grundausbildung war es noch so, dass du V-förmig dran stehst und dann ist der Ausbilder zum Beispiel mit so einem Besenstiel und der hatte vorne einen Pfeil und dann ist er wirklich hingegangen bei jedem und hat kontrolliert, ob das dann wirklich in dieser V-Position ist. Also so macht kein deutscher Soldat. Immer leicht V-förmig. Krass, Mann, ja, Walla. Also sobald ich denke... Ich werde kaum was gefragt, Jungs. Scheiße, gibt's noch andere Kommandos? Meine Haltung, aber ich werde nichts gefragt. Kannst du es erklären, warum du als Einzige deine Füße nicht so gespreizt hast? Also ich mache das immer so im Dienst. Kann ich jetzt selber nicht erklären. Das ist bei mir mittlerweile automatisch seit 3 Jahren. Und was Reflexe, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich Plattfuß habe, keine Ahnung. Puh, also sie war die Einzige, die das nicht gemacht hat mit dem Fuß. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst jetzt darauf hinaus, dass sie die Einzige ist, die es nicht gemacht hat und deswegen sie die Richtige ist, ne? Ja, so, natürlich nicht, aber so. Könnte sein, als Fuß. Nein. Was ist das IGF? Individuelle Grundfertigkeiten. Das bearbeite ich auch. Das ist auch die Ausbildungspassdatenbank. Und das sind die ganzen Sportleistungen, die man jährlich bzw. ein Soldat ablegen muss. Würdest du für Deutschland sterben? Ja. Scheiße. Muss man das antworten, wenn man da ist? Weiß nicht. Also ich denke mal jetzt so in der Öffentlichkeit sagt das jeder. Oder was sagst du? Ich würde sagen für Deutschland jetzt nicht unbedingt, aber für meine Kameraden, mit denen ich kämpfe auf jeden Fall. Das ist nämlich das, was ich auch sehr oft gelesen habe, bevor ich hier hingekommen bin, dass viele so für die Kameraden sterben würden eher, so weißt du, und alles dafür tun würden, so, weil die eine große Zeit miteinander so erlebt haben und so. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du im Einsatz bist, dann gibt's nicht, du bist Team Deutschland, du bist Familie, ne? Du hast deine Familie da, deine Jungs, du kennst die Jungs nicht seit gestern, ne? Ihr habt viel gemacht miteinander, du stehst auf jeden Fall für deine Kameraden und nicht für Deutschland. Würde ich so sagen, jetzt meine Meinung. Ich brauche jetzt hier nicht auf Krampf sagen, weil mein Keo oder mein Offizier guckt, sagen, ich sterbe für Deutschland. Ich sterbe für meine Kameraden, Punkt, aus Ende. Und wer von denen sind deine Kameraden? Ich würde sagen, keiner. Boah, was war das gerade okay, für ein Blick? Das war im Prinzip sind alle deine Kameraden. Nee, weil die anderen ja keine Soldaten sind. Ach so, okay, tamam. Okay, also ich würde sagen, Mitte raus. Ja. Ja. Sind wir uns einig? Und links vorne. Hast du noch was zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, also ein kleiner Tipp, wie man den Gruß macht. Darauf achten, dass man den Daumen nicht sieht. Warum? Ja. Wieso? Weil das sehr, sehr wichtig ist. Bei den Deutschen wird immer so gegrüßt. Und warum darf man den Daumen nicht sehen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber wir achten immer darauf, dass man den Daumen nicht sieht, quasi, dass man das so ein bisschen nach innen dreht. Nicht komplett gerade, das machen die Franzosen, die Deutschen nach hinten. Was man alles dazulernt, ne? Na Bro, für uns, guck mal, sag mir mal einen von dir, der irgendwas Falsches gesagt hat. Der irgendwas nicht wusste. Und ich kann noch was dazu ergänzen. Und alle bringen dir das Gefühl rüber, die wären Soldaten. Das heißt, wir müssen jetzt nach Sympathie gehen, Bruder. Bezüglich freiwilligen Wehrdienstleistender, das ist die Mindestzeit von 7 Monate bis 23 Monate. Ich weiß jetzt nicht, wer das nochmal war. 2 Jahre ist dann SAZ. Also es geht nur bis 23 Monate. Wollte ich nur dazu ergänzen, jemand hat bis 2 Jahre gesagt. Darf ich was dazu sagen? Das war nämlich ich. Sie hat sich verhört. Ich habe nämlich 7 bis 23 gesagt. Ich habe nämlich gesagt, ich war mir nicht mehr sicher, ob 6 oder 7. Dann habe ich gesagt, 7 bis 23 Monate. Schnupperkurs. Also von daher, ich wollte korrigieren. Und nochmal ganz kurz, bei der Bundeswehr ist das Leben eine Vorschrift. Das heißt, für alles gibt es eine Vorschrift. Wie man grüßt, wie man stillsteht, wie man alles. Das heißt, der linke Fuß, also der rechte Fuß ist steif. Der macht gar nichts. Der linke Fuß zieht nach 45 Grad Winkel. Sie hat es gerade eben andersherum gemacht, oder? Ungefähr etwas unter die Hüfte, dass man hier durch kann. Auf der anderen Seite genauso.
Stillgestanden ist genau wieder dasselbe Spiel. Rechter Fuß bewegt sich nicht nach links, aber nach hinten. Zusammen verschränkt. Also ich weiß nicht, ob du mich meintest, aber ich meinte auf jeden Fall, dass ich erst FWDLer war und dann umgeswitcht habe auf SAZ. FWDLer hat eine Mindestlaufzeit von 7 Monate und maximale Laufzeit von 23 Monaten. Aber man hat jederzeit die Möglichkeit, von FWDL auf SAZ zu wechseln und sich für längere Zeit zu verpflichten. Also das ist nicht so, dass man sich von Anfang an festsetzt und dann das nicht mehr wechseln kann. Bruder, ich sag dir ehrlich, also das, wir müssen das echt abkürzen. Die wissen alles. Bruder, die wissen alles. FWDL geht 11 Monate mindestens und maximal 23 Monate. Und Afghanistan-Krieg oder diesen Einsatz gibt es nicht. Er hat Nein gesagt. Ich will keinen Beef verstiften oder so. Das hat die Bundeswehr von einem 7 Monate. Er sagt immer noch Nein. Ja, aber es sind 11 und maximal 23. Gib ihm einmal das Mikrofon. Und ganz kurz, es gibt keinen Einsatz mehr in Afghanistan. Der letztes Jahr war der zu Ende. Oder sagst du dazu? Also ich kann mich nur wiederholen, man hat als FWDLer die Möglichkeit von 7 bis 23 Monaten sich zu entscheiden, wie lange man sich verpflichten möchte. Also liegt er falsch? Ja. Aber du würdest sagen, dass er ein Lügner ist? Ja. Also zumindest, dass er vielleicht nicht richtig informiert ist oder vielleicht ist es noch eine veraltete Version oder sowas. Auf jeden Fall ist es so, dass man zum Beispiel, wenn man... Das glaube ich nämlich, dass es eine veraltete Version ist und er früher Soldat war. Ja, oh mein Gott, wir haben es raus. Weil er hat auch genickt bei 7 Monate und so einer auf, dass das stimmt, weißt du? Ja. Und er war früher da und da war es 11 Monate. Gibst du nochmal das Mic zurück, Bro? Hat er recht? Nein. Das sind 11 bis 23 Monate. Aber er hat dich Lügner genannt, ne? Aber warum sollte die Bundeswehr 4 Monate verkürzen? Sprich auf 7 bis 23. Oh, er will wieder was sagen? Ja. Warte, wir müssen erst mal ganz kurz hier streiten. Nein, der hinter dir. Am besten du kommst mal nach vorne. Tausch mal einmal ganz kurz die Position. Nein, du bleibst vorne. Und du nach hinten, Bro. Und du nach vorne. Perfekt. Jetzt geht's los. Ja, und zwar direkt dazu. Also die Bundeswehr hat natürlich seit langem versucht, die Bundeswehr an sich attraktiver zu machen. Und für Leute, für junge Menschen, die zweifeln, und sich halt nicht für gleich 11 Monate verpflichten wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich vorher mal 11 Monate waren. Ich weiß, dass es jetzt 7 Monate sind. Und für die wie sicher halt bist du dir? Ich 100%. Das ist ein Lügner. Zumindest sagt er nicht das Richtige gerade. Was, jetzt, aber jetzt würde mich interessieren, was würde er dazu sagen? Also irgendwo haben beide recht, würde ich sagen. Der Kollege rechts, das war früher so, 11 bis 23, 7 bis 23 ist jetzt so. Das weiß ich, weil ich gefühlt jede Woche neue Leute sehe. Und ich frage immer, wenn ich die sehe, weil die so aussehen, so neu, so schüchtern. Wie lange bist du hier? 8 Monate. Wie lange bist du hier? 1 Jahr und 4 Monate. Deswegen weiß ich, es gibt 7 bis 23. Das glaube ich nämlich auch. Aber weil er wahrscheinlich, keine Ahnung, früher oder so da war, keine Ahnung. Was er gerade meint mit Afghanistan, Einsatz zu Ende. Der Einsatz von Afghanistan war zu Ende am 7. Juni 2021. Das weiß ich, weil ich am 7. Juni 2021 noch... Also ist er nochmal ein Lügner gewesen. Ich weiß nicht, warum wusste er das nicht? Wie soll er das wissen, wenn er nicht mehr da ist? Ah, er kann es nicht genau wissen. Also er ist kein Soldat? Er war Soldat, 100%. Ich kann nicht 100% sagen. Er redet auch wie einer. Einmal Mikro zurück. Jungs, wirklich Schlägerei heute sein. Du kannst ja jederzeit FWDL abbrechen. Das heißt nicht, dass du die vollen 11 Monate oder 23 Monate dienen musst. Du kannst jederzeit abbrechen. Bist du jetzt aktuell Soldat? Ja. Nächste Woche im Dienst? Ja. Ich glaube dem in der Mitte. Das macht auch Sinn, dass die Bundeswehr das attraktiver machen will. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. Deswegen. Weil die werben ja auch sehr, sehr oft. Alleine seine Zustimmung, Bro. Und dass mehrere jetzt schon gesagt haben, 7 bis 23. Ja, aber es ist ja immer einfacher, auf dem fahrenden Zug schon aufzusteigen. Ne? Und wenn ich dann mit der Wahrheit um die Ecke komme, ist es halt immer problematisch. Und ich würde es genauso machen. Nein, es könnte ja sein. Einen Moment, ganz kurz. Im Endeffekt habe ich noch gegen keinen geschossen, aber es wird gerade nur geschossen gegen mich und das ist halt schon Respekt an beide. Ich würde sagen, dass sie schießen, sondern dass sie versuchen, deine Aussagen zu korrigieren. Sie sagen ja nicht, dass... Aber bis jetzt habe ich nur Fakten geliefert. Der Einzige, der hier schießt, ist Ali. Abi! Nein, aber ich würde sagen, das macht auf jeden Fall Sinn und wenn deine Aussage der Wahrheit ansprechen würde, dann könnten die anderen ja auch auf deinen Zug aufspringen. Aber der Zug ist ja schon losgerollt, ne? Mit 7 Monate und das haben 3 Kameraden dann nach und nach schon bestätigt, ne? Diese Lüge. Das ist halt lustig. Wenn die Bundeswehr Soldaten gewinnen möchte, dann verstehe ich nicht, warum man Kosten dann einsparen möchte, aber okay. Das kannst du erklären? Dann erklär mal. Und du merkst, alle sind gegen dich, ne? Bruder, ich bin mit dir aber, ne? Es ist ja so, dass ein Soldat zu Beginn seiner Dienstzeit eine 3-monatige Grundausbildung macht. Nach dieser Grundausbildung wird der Soldat in seine Stammeinheit versetzt, wo er dann für seinen Dienstposten entsprechend ausgebildet wird. Das heißt, ob Panzergrenadier, dass man eine Panzergrenadier-SGA macht, oder für IT oder was auch immer. Jeder Soldat wird auf seine Stelle quasi nochmal ausgebildet. So. Und das ist so, wenn jetzt jemand, ich weiß nicht, ob es jemals 11 Monate war, kann ich nicht sagen, aber wenn es jetzt zum Beispiel 11 Monate wäre,
man kann den Soldaten nicht 8 Monate keinen Auftrag geben, weil ohne diese Ausbildung kann er seinen Auftrag nicht machen, wenn er einen kriegt. Und da ist es dann so, dass eine Menge Geld in den Soldat investiert wird für die Ausbildung, auch wenn er 11 Monate da ist. Für eine Ausbildung wird sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen. Und wenn der Soldat dann geht, dann hat die Bundeswehr für lau quasi das Geld aus dem Fenster geworfen. Ja, macht Sinn. Das macht Sinn. Kosten sparen und gleichzeitig ist es attraktiver für Neue. Das macht Sinn, deswegen denke ich mir auch, also safe. Der Hintere war früher mal vielleicht Soldat, ja, das war so, und aber jetzt nicht mehr, safe. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ja, oder? Ja, ist 100%. Also wir entscheiden uns jetzt erstmal für links raus. Okay, das heißt, links, du hast es echt gut gemacht, aber du müsstest einfach bitte raus. Ja, kein Problem. Alright, du hattest noch was? Leute, ich habe noch eine Frage. Fang bitte du an mit der Antwort, okay? Ich habe mal von einem Freund was gesagt bekommen, dass wenn man rausgeht, ne, also in Dienst ist draußen, dann hat man so ein Kit dabei, da ist irgendwas zu essen dabei, damit man überleben kann. Wie heißt das? Also man hat ein Pi-Päckchen. Wie? Ein Pi-Päckchen, aber da ist nichts zu essen mit drin. Einmal-Paket. Okay, was ist da drin? Also die alte Version ist ein Karton und es gibt einen neuen, da ist es eine Tüte. Ja. In beiden ist eigentlich fast dasselbe drin. Da sind 2 Hauptmahlzeiten drin. Snacks, Kekse zum Beispiel. Genau. Wie heißt der Keks? Panzerkeks. Es gibt süße Kekse. Also im neuen gibt's. Ich schon im Kopf gehabt. Im neuen sind süße Kekse. Was ist an diesem Keks so besonders? Der ist sehr hart. Der ist sehr hart und der stopft. Bruder, der macht dich so satt. Du kannst 3 Tage nicht mehr aufs Klo gehen. Du hast Schokolade noch drin. Die ist sehr, sehr hart. Also wirklich sehr hart. Du beißt dir die Zähne kaputt. Dann gibt es noch so Pulver, damit kannst du dir so Getränke machen, so isotonische Getränke, Salz und so Schmierzeug. Brot ist auch drin, aber nur im Alten. Das ist eigentlich so das meiste. Wie heißt dieses Paket nochmal? EPA, Ein-Mann-Paket. Die wollen es ja jetzt irgendwie umbenennen wegen Gendern und was weiß ich was. Bruder, lass mal abkürzen, Bruder. Wirklich. Ja, wir müssen einen jetzt erstmal rausvoten. Bruder, ich würde sagen, die Dame müssen wir erstmal rausvoten. Ja, Dame und er. Er raus? Ja, Bruder. Nein, die würde ich doch nicht rausvoten. Also, man muss sagen, Digga, die wissen alles. Ja, ne, wenn mir jetzt gleich jemand sagt, ne, er hat null mit dem Beruf Soldat zu tun, dann ist er wirklich für mich krass. Guck mal, der wusste, wie dieser Keks heißt, Bruder. Du kriegst einen Keks, er weiß, wie der heißt. Die sind ja auch für mich beide die Finalisten. Ich hab kurz irgendwie nach ihm gesagt, lass uns erstmal die Dame da hinten, du hast es wirklich unnormal stark gemacht. Und, aber ihr macht es sonst schwer, was sollen wir sagen? Ich glaube auch, dass du irgendwas in diese Branche vielleicht zu tun safe hast. So vielleicht am PC chillen und da alles organisieren und so. So in der Verwaltung vielleicht. Ja. Stellt mir Fragen, ich kann sie beantworten. Sie weiß auf jeden Fall Bescheid, nur das mit den Füßen vorhin war komisch. Weil ja, das auch. Da, vor allem das. Du musst einen Haken haben und das waren die Füße. Das ist jetzt so der Grund für uns, weshalb wir sagen würden, so, dass du es damit zu tun, kann ich nur versichern. Sind wir uns einig? Ja, kann ja sein, dass wir falsch liegen, deswegen. Aber wir müssen ja irgendwie zum ein Ergebnis kommen. Wir brauchen ja, guck mal, ihr alle habt ja das Fachwissen, aber wir brauchen ja Anhaltspunkte und mein Anhaltspunkt ist jetzt auf jeden Fall bei den Füßen. Leider müssen wir, glaube ich, nach sowas Banalem gehen, trotz dessen, dass am Ende wahrscheinlich du es bist, aber irgendwie das ist das Einzige, wo wir irgendwie ansatzweise sagen können, das hat wieder, war ein bisschen anders. Wir sind gespannt, ich bin gespannt auf die Auflösung. Deswegen, wir sind uns alle einig, oder? Ja, ja. Okay, dann danke dir, hast du auf jeden Fall sehr stark gemacht, aber du bist einmal bitte raus. So, es ist auf jeden Fall nicht leicht für uns heute. Du hast uns so schwer gemacht, Digga. Also, wir haben ja schon ein paar Mal sowas in die Richtung angesprochen, aber kann es sein, dass es... Kannst du darauf antworten vielleicht? Kann es sein, dass jemand von hier da ist, der einfach wirklich aus dem Bereich kommen könnte, also in der Bundeswehr, sag ich mal, arbeitet, dieses ganze Wissen hat, aber kein Soldat ist? Wer das sein könnte von den beiden? Nee, nicht von denen, aber wäre das möglich? Also zum Beispiel, das wurde ja gesagt, dass die Dame vielleicht irgendwie in der Verwaltung arbeitet. Könnte sie dann das ganze Wissen überhaupt haben? Es ist auf jeden Fall möglich. Es kann sein, dass sie zum Beispiel die Grundausbildung gemacht hat oder, weil in der Grundausbildung lernt man natürlich auch viel militärische Disziplin zum Beispiel oder generell einfach die Grundlagen der Bundeswehr. Ob sie in der Verwaltung noch dieses Wissen hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich gehe davon aus, ja, dass sie das auf jeden Fall mitbekommen. Müsst ihr Kampfsport können? Nee, also ich nicht. Also bei den Panzergrenadieren machen wir keinen Kampfsport. Ich glaube, bei euch auch nicht. Also Selbstverteidigung. Also ich weiß nicht, viele denken, dass man bei der Bundeswehr Kampfsport macht. Das machen wirklich dann nur so. Kann ja sein, bei der Polizei muss es ja auch, glaube ich. Kommando, also zum Beispiel das KSK oder KSM oder wer noch? Personenschützer. Es gibt ja auch Personenschützer bei der Bundeswehr. Wie wird man morgens begrüßt? Also es ist so, dass in der Stammeinheit, bei uns ist es so, ich weiß
weiß nicht, wann bei euch der Dienst beginnt. Bei uns ist es so 6.45 Uhr, ist Antreten. Das heißt, vom Zugdienst, es gibt den Zugführer. Das ist der, der uns führt, der Oberste quasi. Bitte lass ihn mal weitermachen. Du hast für mich überzeugt. Okay, schade. Bruder, nein, eine Sache. Wenn er der Soldat wäre, Bruder, warum fragt er denn, ob es bei den anderen auch so ist, Bruder? Ich weiß doch, dass ich der einzige richtige Soldat hier bin, Bruder. Dann frage ich doch nicht, ist es bei euch auch so, ist es bei euch auch so? Weil das, darf ich dazu was sagen? Das Ding ist, das ist halt von Einheit zu Einheit unterschiedlich. Zum Beispiel, da wo ich herkomme, haben wir auch einen Standort. Da beginnt der Dienst beispielsweise um 7 Uhr. Und endet auch eine Viertelstunde später. Bei manchen beginnt er um 6.30 Uhr. Deshalb kann ich pauschal nicht sagen oder vereinheitlichen, dass es bei jedem so ist. Deshalb ja, das weiß ich. Aber du weißt ja, dass hier in dem Format gerade nur ein richtiger Soldat ist. Ja, deshalb Fall eigentlich du bist. Ja, natürlich. Ich bin der Soldat. Aber das war jetzt eigentlich nur so eine Scherzfrage. Das, Bruder, ich habe gesagt, er weiß alles. Gar nicht, er Bruder. Weiß wirklich alles, Bruder. Macht für mich denn nicht den Eindruck, dass er der Soldat ist. Lass mal das ganze Soldats-Bundeswehr-Thema beiseite tun. Gerne. Was hast du so für Ziele im Leben? Ich will auf jeden Fall erstmal meine Zeit fertig machen. Entweder nach meinen 8 Jahren oder während meinen 8 Jahren BS zu werden, also Berufssoldat. Sollte das nicht funktionieren, weil dafür muss man Portopee werden, also quasi Unteroffizier ohne Portopee, das sind Feldwebel. Unteroffizier mit Portopee, Entschuldigung. Das sind Feldwebel. Lass mal den beruflichen Aspekt raus. Haus, Garten, Kinder, Familie. Was hast du so für private Ziele? Also wenn ich jetzt die beruflichen Aspekte da rauslasse, dann ist es auf jeden Fall Einfluss zu haben. Also das ist jetzt schwer, das ohne beruflichen Einbezug zu erklären, aber ich möchte auf jeden Fall in die Offizierslaufbahn gehen. Das heißt, ein Offizier bei der Bundeswehr zu werden. Du hast ja gerade gesagt, die beruflichen Aspekte lassen wir weg. Ja, wie gesagt, es ist schwer, das ohne das mit einzubeziehen, was ich für Ziele habe. Aber generell ein erfülltes Leben führen natürlich. Aber ich mag es, Verantwortung zu übernehmen und eine Truppe zu führen und einfach mit den Kameraden die Welt mitgestalten können sozusagen, halt Einfluss zu haben. Einfluss zu haben, das klingt mir eher so nach Truppe führen, klingt mir so nach Team führen, vielleicht Unternehmer sein. Ja, ne? Vielleicht ist das dein Ding, Firma gründen, Startup, dann Einfluss nehmen. Ich hab doch gesagt Krypto und so, ne? Damit dann Unternehmen eröffnen, safe. Und bei dir? Mein Ziel ist es, so wie jetzt auch, ich bin mit 18 hingegangen, gut, ungewollt, ne? Aber jetzt, wo ich weiß, ich bin da und ich habe ein bisschen was gerissen bei der Bundeswehr. Berufliche Aspekte rauslassen. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich würde gerne noch eine längere Zeit, vielleicht sogar für immer, der bleiben in der Familie, bei dem man sagt, boah, der ist es so. Der ist so der, wenn man wenn was Vorbild. Was Vorbild? Nicht unbedingt, weil manche Eltern sagen, Soldat geht gar nicht. Aber ich würde, dass man sagt, dass meine Mutter einen Mann erzogen hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, jemand an der Tankstelle arbeitet oder so. Ich würde schon sein, der Mann im Haus, bin ich offen und ehrlich. Ich würde sagen, mein Vater sagt, ich bin stolz auf meinen Sohn, der ist ein Mann und nicht, ich finde es super, dass mein Sohn hier Edeka, was weiß ich, Schichtleiter ist, sondern einfach, mein Sohn ist Soldat, der geht mit Waffen und er macht männliche Sachen. Fertig. Bruder, so redet ein Soldat, Bruder. Ich also an der Stelle Herz, kein, das nicht seht, kein Schon an Leute, die bei Edeka arbeiten. Nein, das ist nicht, Bruder. Jetzt will ich noch sagen, Teamplay und Teamleitung ist cool, klar, Truppenführer, war ich auch öfters, ist cool, aber irgendwo hat der Soldat immer ein inneres Ego in sich. One-Man-Army, safe. Denkt sich jeder. Kein Typ, der hier mit einem Lächeln steht und sagt, Teamplay ist nicht. Jeder Soldat hat in seinem Inneren so ein inneres Ego und sagt, ich bin eine One-Man-Army, ich klär's alle selber, fertig ist. So denkt sich ein Soldat, deswegen guckt auch diese coolen Filme und alles drum und dran. Aber so Teamplay ist gut, muss sein, aber im Inneren hat jeder sogar sein eigenes Ego, sein großes Ego. Ich bin eine One-Man-Army. Ohne mich können meine Jungs nicht arbeiten. Guck mal, ich will dich ganz kurz abkürzen, ne? Wir haben das Video, glaube ich, jetzt auch echt lange gehalten, ne? Er hat meine 100%ige Stimme. Und bei mir auch, Bruder. Mein Gefühl ist bei rechts. Ihr wusstet alles, aber Bruder, er hat mich heute, Chalas. Also egal, was sie jetzt noch sagt, ich bin auf seiner Seite. Mein Gefühl ist bei rechts, aber so faktisch muss ganz man... Ganz rechts? Ja, aber faktisch muss man links sagen. Ich weiß nicht, irgendwie, der wirkt so... Er wirkt so wie der Prototyp, den die Bundeswehr vorgeschickt hat in das Video. Als hätten wir ein Placement für die Bundeswehr. Weißt du, was sein kann? Dass links mal da war und alles durchlebt hat und dann jetzt nicht mehr da ist. Und der in der Mitte hat wahrscheinlich alles auswendig gelernt, Bruder. Nein, niemals. Er hat irgendwas mitgemacht, Bruder, aber anscheinend nicht so weit, dass er sagt. Er hat es gemacht und will jetzt irgendwas anderes machen, kann ich mir vorstellen. Oder macht was anderes. Dieses ganze Wissen auswendig zu lernen, dafür braucht man auf jeden Fall länger als eine Information über eine Story auf Instagram. Nein, aber du hast irgendjemanden wahrscheinlich verfolgt oder mitgemacht oder irgendwie. Nein, er hat es gemacht, er muss es gemacht haben. Er muss es gemacht haben. Aber dann ist er ja auch Soldat. Er hat ein Praktikum gemacht. Ja, so. Er hat ein Praktikum.
Darf ich sagen, wie ein Praktikum bei der Bundeswehr? Weißt du, was mir an dir nicht gefällt, Bro? Du musst es immer irgendwie gerade biegen wollen. Ich muss es gerade biegen. So, sobald wir irgendwas sagen, darf ich was dazu sagen? Bro, lass es einfach mal so stehen. Naja, aber ich kann es auch verstehen, weil beim letzten Mal war der Hauptteilnehmer jetzt nicht so ganz belesen. Und das war der Hauptteilnehmer. Und wir hatten Schauspieler, die authentischer waren als er. Und dann gab es so viele Soldaten, die dann geschrieben haben, Digga, der repräsentiert uns, was das für einer, löscht das Video. Und so gab es wirklich einige. So. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch der Hauptteilnehmer heute richtig Druck hat, authentisch zu sein. Weil wenn wir jetzt sagen, Digga, was bist du für, also kompletter Quatsch, raus mit dir. Aber ja, der Bruder, ist es dann, dann kriegst du wieder einen Shitstorm. Wenn du dann so redest, dann würde ich ja sogar nach ganz rechts tendieren. Links kann ich mir aber auch vorstellen. Deswegen, erst dachte ich so voll dreist, weil wenn er derjenige ist und die anderen so runter macht und den mal komplett ausholt, dachte ich so, oha, so Jasek, die Armen, so weißt du, aber... Gibt's irgendwas, was euch als Soldat überzeugen würde, aufzuhören? Gute Frage. Also, wenn man zur Bundeswehr geht, viele Menschen gehen wegen Geld, so, kann ich direkt sagen, das wird nicht lang bleiben. Probezeit, direkt Kündigung. Man sollte aus Überzeugung zur Bundeswehr gehen. Und wenn man aus Überzeugung hingeht, dann wird... Meint ihr gerade, was gäbe es für einen Grund für dich zu sagen? Es gibt für mich keinen Grund. Es gibt für mich keinen Grund. Beruf. Geh mal rechts. Hättest du einen Grund? Also auf jeden Fall. Ich denke, wenn ich ethisch und moralisch von meiner eigenen Seite aus das nicht mehr vertreten kann, was sozusagen wofür die Bundeswehr steht, wenn, also das ist jetzt ein ganz drastisches Beispiel, aber wenn das jetzt in die Zweite Weltkriegsrichtung geht, da würde ich auf jeden Fall nicht mehr moralisch und ethisch mich halt sehen. So eine Antwort hätte ich nämlich erwartet. Ja, genau, das ist perfekt. Und bei dir? Ich würde sagen, nichts, ich könnte es nicht. Nicht offen und ehrlich. Ich könnte nicht aufhören, ich würde nicht klarkommen im Leben. So, normal Beruf, keine Chance, will ich nicht klarkommen. Aber ich denke mir so, wenn meine Zeit abläuft, ne, dann würde ich vielleicht, keine Ahnung. Ich und meine Jungs, wir überlegen, Asgard zu gehen, Asgard zu einem internationalen Sicherheitsteam. So hätte ich Bock. Aber aufhören ganz, keine Chance. Meine Freundin kommt damit klar. Die sagt, klar, ist so, Mama ist auch damit klarkommen. Deswegen aufhören, keine Chance. Könnte ich nicht. Ich könnte nirgends arbeiten, aber irgendwo anders weitermachen, weil ich will mein Leben lang nicht da bleiben. Aber irgendwo anders weitermachen, Asker, also auf jeden Fall so ein Ding, was ich gerne machen wollte. Aber aufhören. Scheiße, ey, Jungs, mein Gefühl ist irgendwie bei rechts. Darf ich ganz kurz? Die Antwort war so. Lass uns abstimmen. Aber er ist auch einfach viel zu authentisch. Das Ding ist, er könnte auch sagen, dass er Versicherungskaufmann ist und man wird es ihm abkaufen, weißt du? Ganz kurz zum Thema, wie du Zweiter Weltkrieg oder du Asgard. Ist er Verkäufer, vielleicht ist er Verkäufer. Wie ich du Zweiter doch. Weltkrieg oder du Asgard. Das Ding ist, die Bundeswehr und Rechtsextremismus geht gar nicht, das kann man nicht in ein Bild packen. Die Bundeswehr geht auch sehr, sehr knallhart vor. Asgard zum Beispiel hat rechtsextremistische Züge. Beispielsweise werden Menschen, die beispielsweise etwas dunkler sind oder schwarze Haare haben oder sowas, die werden benachteiligt bei Asgard. Ich habe mich mal informiert, weil das für mich auch... Asgard ist was genau? Asgard ist so eine, ja, kann man eigentlich wie Söldner sehen. So, das ist so eine eigene Sicherheitsfirma, die im Ausland operiert, quasi Staatschef wie die von Saudi-Arabien beschützen oder sowas, auch schwer bewaffnet, voll ausgerüstet. Und der Geschäftsführer von denen ist ein ehemaliger Fallschirmjäger mit rechtsextremistischen Zügen. Deshalb würde ich nicht sagen, wenn ich Soldat wäre, dass ich irgendwie mit Asgard in Verbindung komme, weil das im Endeffekt auf mich dann zurückfällt. Das weiß ein Soldat. Jungs, was machen wir, Jungs? Also ich würde denken, dass der Junge ganz links gerne hinwollen würde. Ich meine, er kann mir vorstellen, dass er sich sehr, sehr, sehr darüber informiert hat und Berater und keine Ahnung was. Er war da gewesen, 100%, glaube ich, 1000%. Aber jemand, der in dieser Schiene wirklich drin ist, dass du richtig feiert, dass du richtig lebst, so, ne? So mit Einsatz und mit dies und das. Keiner kann mir erzählen, dass irgendein Soldat nicht schon mal darüber nachgedacht hat. Ey, Asgard, Söldner, boah, geilster Scheiß. So reden wir. Wenn wir irgendwo sind, so reden wir. Was für Rechtsextrem, das ist alles Geschichte. Man sagt doch, dass es mal da was gab, dass mal hier was gab. Interessiert niemanden. Ich bin Soldat, ich will Soldat bleiben. Söldner ist das Geilste, was es gibt. Du bist cool, fertig ist. Soldat will cool sein. Einfaches Ding. Aber hiermit, wenn ich rede, höre ich mich an wie einer, der erzählt, was er lebt. Aber das ist einfach nur dieses, ich will mich vor euch nicht verstellen und sagen, ich bin für Deutschland und ich bin dies und ich will Deutschland hier. Ich bin Soldat, ich feiere meinen Beruf, ich liebe meinen Beruf und fertig. Aber ich rede nicht so, als wäre ich mein Chef oder so. Ich erzähle euch, was ich lebe und fertig ist. Deswegen bin ich auch hier. Aber um euch so, und Aktivitäten der Bundeswehr ist nicht so, Aktivitäten der Deutschland ist nicht so und Bundeswehr ist so und so, mache ich nicht. Das ist mein Leben, das erzähle ich euch und fertig. Aber was hat er denn jetzt falsch gemacht? Er macht nichts falsch. Er ist der 1A, Vorzeigesoldat, wenn ihr sagt. Ne? Aber wenn er zu uns kommt in meine Gruppe und so Vorzeige und ich sagen wir, ey, Junge, entspann dich mal, chill mal dein Leben, mach deinen Job vernünftig, steh früh auf, mach alles vernünftig, aber hör auf mit diesen Themen. Sag uns nicht, das ist so einer, der uns, wenn wir 6 Wochen lang irgendwo um 5 Uhr aufstehen, dass er nach 6 Wochen sagt, ich liebe es, um 5 Uhr aufstehen. Dann wir uns brauchst du nicht anlügen, wir wissen, dass du diese 5 Uhr morgens aufstehen hast. Verstehst du, was ich meine? Denn das ist einer, der nach 5 Wochen sagt, ich liebe es, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Aber es kann ja auch sein, dass er privat vielleicht etwas anders denkt, als jetzt gerade, wo er weiß, okay, das Video sehen sehr viele Leute, weißt du, und er repräsentiert die Bundeswehr, das heißt,
Nein, das macht keiner, Mann. Ihr müsst dabei sein, damit ihr das seht. Jetzt ist es ja öffentlich. Was er privat macht, privat kann er bestimmt sagen, 6 Uhr morgens aufstehen ist Kacke, weißt du? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich ein so, ich kenne niemanden, der als Soldat, weil ich weiß auf jeden Fall, dass jeder von den seinen Jungs in der Armee, wenn überhaupt, angesprochen hat und gesagt hat, ey Jungs, ich bin bei Nahim Sky, ich mache das und das mit, ich bin morgen um 6.45 Uhr, ey, yo, ich bin mal hier, am Wochenende bin ich bei Nahim Sky, mache mal das und das. Die Jungs haben gesagt, Junge, meinst du das ernst, wie peinlich? Mein Bruder hat gesagt, schon öfter, hat er gesagt, ey Jim, mach mal TikTok, mach mal Videos und erzähl mal deine Geschichte. Ich hab gesagt, voll unangenehm, was ist das? Meine Jungs lachen mich voll aus, so, ne? Aber ich habe deine Videos oft geguckt, bin ich offen und ehrlich, ne? Und sag mir so, Digga, voll geil, so, ne? Wenn ich am Ende, wenn die mich wählen und ich am Ende es bin, wie geil ist das? Deswegen habe ich gesagt, okay, scheiße, mach ich, aber dieses, wenn ich hier zurückkomme und so geredet habe, Aktivitäten und dies und das, Junge, ich würde morgens ausgelacht werden. Was redest du da? Du bist doch gar nicht so. Die würden zu mir sagen, du bist doch gar nicht so. Ich schwöre, es gibt bei mir ältere Jungs, älter, 30, 35 Jahre, die mir sagen, Junge, geh mal weg, Alter. Wir haben letztens darüber geredet, wie du warst, für ein Mann du bist und heute stehst du da und redest so, als wärst du, oh, bitte, bitte, nimm mich so, bitte. Oder du dachtest dir, die Jury werde ich richtig hart verarschen. Danke, entweder so und er hat sich extra so anders angezogen, ja, dass wir es nicht denken. Boah, ich verarsche und am Ende lache ich so richtig, oh mein Gott, ich hab mich alle voll verarscht oder was? Ja. Bei mir kann man sich das vorstellen. Ja, boah, 100%, 100%. Dann fällt deine Maske nur so, boah, ich hab so gebabbelt. Dass ich mich so bewege und so, boah, ich hab mich voll verarscht, kann man sich gar nicht vorstellen, bin ich wirklich von der ehrlich, das kann ich von mir auch sagen. Dass ich nicht so einer bin, der am Ende dann voll der Komiker ist und ja, Mann, ich hab euch alle verarscht. So. Jetzt, wo du es sagst, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wie er gerade eben sagt, ja, zum Beispiel mit Frühaufstehen, das ist geil und sowas. Was er denkt, kann er ja denken, wie er möchte. Ich weiß nicht. Aber in der Öffentlichkeit, Kamera, sobald es über die Bundeswehr geht, egal was, du hast die Pflicht, ein gutes Bild der Bundeswehr dazulassen. Und deshalb, wie zum Beispiel gerade eben, mit dieser Söldnergeschichte und was weiß ich was, oder hier, dass das scheiße ist und das ist geil und das ist scheiße und das ist geil, das kann man als Soldat in der Öffentlichkeit nicht machen, weil dafür kann man richtig Probleme kriegen. Diszis, Disziplinarverfahren. Was sagst du? Also, ich stimme da auf jeden Fall zu. Man ist dazu verpflichtet, als Soldat die Bundeswehr zu repräsentieren in einem guten Licht. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie da die Rechtsprechung ist, wenn man sich zu solchen Themen äußert. Aber ich würde auch sagen, dass das nicht unbedingt zu einem guten Bild der Bundeswehr beiträgt, wenn man überhaupt von solchen Gruppen erzählt. Jetzt finde ich die in der Mitte doch sehr authentisch. Wenn man das Bild der Bundeswehr in der Öffentlichkeit schädigt, egal in welcher Art und Weise, ob Rechtsextremismus, ob das ist kompletter Blödsinn oder Scheiße, die geht nicht zur Bundeswehr, was auch immer, das kann im schlimmsten Fall sogar zu einer Entlassung führen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, Bundeswehr hier, Scheiße da, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, keiner kann mir erzählen, nach 5 Wochen Übungsplatz, ich habe Bock auf 5 Uhr morgens aufstehen. Ich habe gesagt, ich brauche hier nicht auf Weichei-Tun-Aktivitäten hier. Ich liebe meinen Job, ich mache meinen Job, fertig. Ich mache meinen Job vernünftig, aber ich brauche hier nicht auf Aktivitäten und alles Mögliche vorlesen. Ich habe nicht, und wenn ihr mich wählt und ich hier sage, ich bin Soldat und hier am Montag in die Kompanie komme, 100% alle werden sagen, ach komm, Jim, war klar, dass du so redest. Es will keiner sagen, ab ins Büro und du bist, warum hast du so und so? Jeder weiß, wie ich bin, jeder weiß, wie ich rede. Gebe ich Ihnen recht, Bruder, bunt ist hart, Bruder. Warum muss ich sagen, die Bundeswehr ist gut und die Bundeswehr ist hier. Ich lebe die Bundeswehr, einfaches Ding, aber ich brauche nicht sagen, dass ich es liebe, 5 Uhr morgens aufstehen. Mache ich nicht, ich mache es trotzdem, weil es mein Job ist. Es ist mein Job, ich mache es und fertig. Aber ich brauche nicht erzählen, dass ich es liebe und ich liebe es, um 3-4 Stunden zu stehen und jemandem zuzuhören. Ich mache es, weil es mein Job ist und fertig ist. Ich habe geschworen, dass ich Soldat bin, dass ich Soldat bleibe und fertig ist. Einfaches Ding. Alles andere ist, ich war mal und keine Ahnung was. Ich will für rechts. Lass uns einen Cut machen, oder? Ja. Also ich bin für Abstimmung, Bro. Ja. Wir müssen uns entscheiden. Also rechts, glaube ich, ist, weil in der Mitte, weil er so lange das verteidigt hat, was man nicht alles sagen darf, glaube ich, er weiß darüber, dass man nicht so viel sagen darf. Mitte glaube ich auch nicht. Rechts? Weil ich würde, wenn ich wüsste, ich darf nicht so viel sagen, würde ich auch nicht 100 Jahre erklären, wieso ich nicht sagen darf. Ich würde einfach versuchen, das Thema abzubrechen, denke ich so als Soldat. Oder halt rechts, weil er halt einfach, er hat eigentlich gefühlt wirklich nichts Falsches gesagt, oder? Kein Stück, ich habe nichts gesagt. Ich muss für Humor halt anders war als die anderen, war so von wegen, so ich sterbe nicht für Deutschland. Aber das ist ja nicht falsch. Okay, ich bin erstes Mal dabei. Ich sag rechts, keine Ahnung. Mein Gefühl ist auch irgendwie bei... Aber Mitte war... Oh, scheiße, Digga. Das Ding ist, rechts gibt mir so dieses klassische, hätten wir jetzt ein Rekruten-Placement oder so, dann hätten die den geschickt, weißt du? So das Gefühl habe ich. Warte, müssen wir Kandidaten erstmal einmal ganz kurz pausieren, Leute. Ihr müsst einmal kurz pausieren, das müssen wir jetzt ganz kurz einmal besprechen. Einmal ganz kurz. Also Jungs, wir brauchen eine finale Abstimmung. Ich sag mal jetzt ehrlich, jeder von uns sucht sich jetzt einen aus und dann nehmen wir den. Du sagst rechts, wa? Nee, ich hab geändert. Was sagst du? Mitte.
Und mit? Sagst? Jetzt nach dem gerade, bitte? Weiß ich nicht. Was sagst du? Ich will jetzt zu rechts. Ich sag links. Ganz links? Nee, links ist raus. Links, Daddy. Ja. Khalas. Denke ich. 100%. Ja. Khalas, ist deine Meinung eingeloggt. Was sagst du, Mann? Mitte. Du? Er sagt Mitte. Er sagt links. Was sagst du? Du bist Zauberer, ne? Bro, ich bin nicht Zauberer. Deine Meinung nach. Ich will deine Meinung, nicht die Rinder. Ja, meine Meinung ist bei rechts. Okay, rechts. Du? Ja, ne, im Prinzip haben jetzt alle links geradeaus. Deine ja, ne, meine Meinung zählt. Ja, ne, meine Meinung zählt jetzt. Ja. Bruder, ich sag euch offen und ehrlich, ne? Ich weiß echt nicht, wo die alle her das Wissen hergeholt haben, ne? Aber Bruder, ich glaube, Regel Nummer 1 ist, im Bund hart zu sein. Ich sag dir ehrlich, ich kann nur links wählen. Der hat mich heute überzeugt. Also meiner Meinung nach, wir loggen das jetzt so ein. Und dann lassen wir entscheiden. Entweder wir verlieren. Ja, ihr seid die Mehrheit. Das war eine krasse Runde. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, ja, nee. Selbst wenn wir jetzt verlieren würden, ne? Sei mir ehrlich, hat das nicht krass gemacht? Ach, Bruder, das war heftig. Ihr beide sagt links, das heißt, Mehrheit ist für links. Ja. Ich bleib bei rechts, du bleibst bei Mitte. Er ist mir auch so soft irgendwie, Mann. Es muss man nicht als Soldat irgendwie hart sein. Das heißt, die Mehrheit hat gesagt, dass du der Echte bist und ihr beide nicht. Das heißt, dementsprechend müsstet ihr beide dann raus. Irgendeiner von uns liegt richtig auf jeden Fall, weil ich glaube... Oder wir alle falsch, die sind schon lange raus. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also, okay, das heißt, du sagst die Wahrheit, ihr beide müsst raus, dann machen wir jetzt einmal die Auflösung. Gestanden? Gruß! Nein, Digga. Scheiße! Das hätte uns verraten müssen. Oh mein Gott, ich hab doch gesagt, du hast gesagt, am Ende ist es. Das warst du. Und ihr habt noch drüber gelacht. Ihr habt noch drüber gelacht. Bruder, ich hab alles erwartet, aber nicht das. Mann, alles oh scheiße. Mein ich dachte Gott. Zuerst so, das ist zu offensichtlich, dass man ein Mädel platziert und dann ist es natürlich die. Aber das hat uns, glaube ich, wieder verwirrt. Und wieso kam der Rest das so gut? Jetzt müssen wir erstmal, ganz kurz, cool, jetzt müssen wir alle mal sprechen. Können wir ihm mal kurz das Mikro geben, bitte? Denkt ihr, ich komm gleich hier hin und lüge? Ich war Ex-Soldat, aber so wie solche Sachen wie, mir ist das alles scheißegal und bla bla, frei erfunden, ne? Aber an sich, ich war Ex-Soldat, ja, deswegen wusste ich so viel. Und du warst wirklich in Afghanistan? Nein. Aber wie viele Jahre warst du da? Ich war 4 Jahre da, ja, nach 4 Jahren habe ich dann gesagt, wegen ein paar Problemen habe ich dann gesagt, ich verkürze die Zeit auf. Ich war halt eigentlich 8 Jahre, jetzt habe ich auf 4 Jahre verkürzt, bin letztes Jahr erst 8 rausgekommen. Aber danke für dein Vertrauen, Ali und Tschermo. Aber du hast mein Vertrauen gebumst, Bruder. Ich vertraue nie wieder jemandem wegen dir. Also ich muss sagen, ihr wart echt gut. Ihr habt es echt erkannt. Ich war mal bei der Bundeswehr. Die Hälfte habe ich aber schon vergessen, verdrängt. Ein paar Daten oder so kann ich vielleicht vertauscht haben. Aber ich war mal bei der Bundeswehr. Was machst du jetzt? Kein Polizist, Kommunikationsdesigner. Also eine Umschulung über den BFD. Anders. Kann man so sagen, ja genau. Geht in die richtige Richtung. Und bei unserem TikToker? Also ja, ist glaube ich klar, dass ich kein Soldat bin. Auf 450 Euro Basis würde ich auch niemals irgendeine Ausbildung machen. Wie kommst du auf diese Summe, Bruder? Frag mich nicht, ich bin nicht mal 21, ich bin 19. Also. Er hat ja uns komplett angelogen, Bruder. Heißt du wenigstens alles so? Alles gelogen, Bruder. Schön vorher SAZ auswendig gelernt, mir ein paar Infos hier geholt und ja, ihr wart auf jeden Fall echt gut. Dankeschön, dass ich hier dabei sein durfte, feiere ich auf jeden Fall sehr. Und er war auch Soldat. Also ich habe alles gelernt in den letzten 2 Tagen. Niemals. Was laberst du? Niemals, er labert. Ich habe für dich gestimmt, sag sowas nicht. Nein, Spaß, ich war 3 Jahre bei der Bundeswehr. Ah. Ja, Bruder, wo es wieder der Keks heißt. Ich bin letztes Jahr im März ausgeschieden und... Ja. Was machst du jetzt? Ich arbeite in einer
Eisengießerei. Ja, wir machen Motoren und so. Und bei ihm hier, unser... Also ich war auch tatsächlich bei der Bundeswehr für 7 Monate, habe meinen freiwilligen Wehrdienst da gemacht. Ja, wollte es aber nicht unbedingt länger machen, weil mir war das ein bisschen zu stumpf. Und jetzt Startup, Unternehmer, Krypto. Das ist ganz witzig, weil ich bin tatsächlich Verkäufer und fange mein Studium an. Ich habe nicht gesagt Verkäufer, das war so klar. Kam schon nah ran an das, was du vermutet hast. Das war so klar, er könnte alles sagen und man würde es ihm abkaufen. Ja, ich sag dir ehrlich, dass jeder mal irgendwie was mit Soldat zu tun hat, das wussten wir doch irgendwann. Und sie ist die Hauptteilnehmerin. Das heißt, alles stimmt. Ja, genau. Also bei mir entspricht alles der Wahrheit und ich bin die Soldatin. Ja, und ich bedanke mich, dass ich hier auftreten durfte. Ja, ich will auch dazu Frauen motivieren, sage ich mal, auch bei der Bundeswehr teilzunehmen bzw. sich zu bewerben, sich das zutrauen sollen. Es ist wirklich sehr schwer. Man hat quasi auch in der Grundausbildung dasselbe Gewicht wie bei den Männern. Aber wirklich Mädels dranbleiben und einfach durchziehen. Also eine Frau schafft es auch und ist nicht nur bei der Bundeswehr, sondern auch allgemein in Berufen, wo Männer mehr einen Anteil haben als Frauen. Stark. Was mit den Füßen? Was hat es damit aus sich? Hast du das jetzt richtig gemacht? Haben die anderen das irgendwie falsch gelernt? Ich oder? Bin da mal jetzt ehrlich mit bei. Und zwar, ich bin, wie gesagt, schon seit Januar 2020 bei der Bundeswehr dabei. Und mich hat jetzt keiner darauf irgendwie hingewiesen, dass ich das falsch gemacht habe oder nicht. Ich muss selber da bei den Vorschriften einmal genauer schauen und würde dann quasi daraus auch lernen, ob es so ist oder nicht. Okay, krass. Heftig. Heftig. Das war jetzt die dritte Folge, wo du falsch lagst. Ich hab ja alles falsch gemacht. Wenn ich hier in der Jury bin, Bruder, immer falsch. Aber das Ding ist, ich konnte es ja nur falsch machen. Am Ende waren 3 Leute da, die, also wir hätten alle verkackt. Ich dachte doch, wir wären voll auf dem guten Weg und so. Und dabei waren wir richtig schlecht. Aber es ist natürlich auch schwierig mit Ex-Soldaten, ne? Muss man an der Stelle auch mal sagen. Ja. Das war echt stark. Habt ihr alle auf jeden Fall sehr stark gemacht. Wenn ihr jetzt noch was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Gar nichts. Ich grüße ein paar ehemalige Kameraden. Dennis, du bist gerade im Einsatz. Alex, Armin und Samu. Und wenn ihr meinem Pudel, Königspudel, folgen wollt auf Instagram, wird hier unten eingeblendet. Simba-deput mit Doppel-O. Würde mich freuen. Ich will meine Lieblingskameraden von hier grüßen. Ist Steinmann, Rizko, Yilmaz und Trojak. Peros Life auf TikTok, Pero Abi auf Instagram. Und ich grüße ganz herzlich meine Oma. Abdel.zrk auf Instagram. Ich grüße Mert und Tarik. Also erstmal grüße ich Alex und Nadine, die beiden Idioten. Und ich heiße Pascal.swz auf Instagram. Und Jungs, danke, dass ich dabei sein durfte. Okay, habt ihr alle richtig stark gemacht. Du hast die 500 Euro gewonnen. Glückwunsch. Es ist immer wieder krass, wie dreist Menschen lügen können. Ne? Es ist so krass. Was lernen wir daraus? Traut niemanden. Wirklich? Okay. Alter, echt krass. Okay, an der Stelle, ja, Jungs, wir lagen leider falsch. Ganz wichtig, denkt dran, checkt die Jungs auch bitte ab. Obwohl sie mich um 500 Euro erleichtert haben, muss ich an der Stelle so sagen. Bruder, was soll ich dir sagen? Muss ich leider so sagen. Ich habe mehr erwartet von euch, sage ich euch ehrlich. Wir haben hier einen Zauberer in der Jury. Er hätte es eigentlich Zauberer, wissen müssen. Er kennt deinen PIN-Code, aber weiß nicht, wer die Wahrheit sagt. Das ist schon, ich sag dir ehrlich. Bisschen enttäuscht bin ich. Immer wenn ich hier bin, habe ich hier nur verloren, Bruder. Das wird. Okay, dann dankt euch, Jungs. Hat mir trotzdem sehr Spaß gemacht. Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin. Stay tuned, Dicker.